also, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich muss Ihnen ein großes Kompliment machen. Das Mainzer Publikum ist ein fantastisches Mittel gegen die Frühjahrsmüdigkeit. Vielen herzlichen Dank. Und ich begrüße meine Zuschauer bei den angeschlossenen Fernsehanstalten. Das sind die Zuschauer in der Schweiz, des schweizerischen Fernsehens und in Österreich. Und jetzt schimpfen Sie wieder, nicht? In Liechtenstein, warum hat er uns nicht gegrüßt? Und in Luxemburg und in Belgien und im Elsass, da, wo man uns sehen kann. Alle sind Sie gegrüßt, wir haben mal nachgerechnet. Es sind fast 16 Länder, wo man uns eigentlich so ein bisschen über die Grenze hinaus sehen kann. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Und ich hoffe, dass das auch so eine richtige Frühjahrssendung wird. Man hat mir mal gesagt, wir brauchen nicht den Frühling für unsere Sendung. Unsere Sendung sei immer eine Frühjahrssendung, denn man wüsste am Anfang nie, was einem am Ende noch alles blüht. Und Sie wissen ja, dass wir wirklich in einigen Dingen überhaupt keine Ahnung haben, was da heute Abend so auf uns zukommt. Ich weiß es auch nicht. Man ist da ein bisschen nervös, klappt's, klappt's nicht, und daran werden Sie heute teilhaben. Ich habe dann ja immer mich bemüht, ein paar prominente Kandidaten einzuladen. Und wir wollten es auch mal mit dem Bundeskanzler probieren. Sie wissen ja nicht, dass er also dem Fernsehen gegenüber eine etwas eigene Einstellung hat. Und jetzt hat es doch ein anderer geschafft. Der Bundeskanzler macht also am Montagabend eine Talkshow, nicht? Wenn Sie sich das dann angucken möchten. Ich kann leider nicht. Ich habe Montag meinen fernsehfreien Tag. Aber ja. Gut, also so die paar Frechheiten, die wird man dann irgendwann mal in der Sendung los. Und jetzt komme ich erst mal zu Ihnen, liebe Freunde hier in Mainz, denn ich möchte mit Ihnen wetten. Wir haben ja zu Beginn unserer Sendung, haben wir Zettelchen eingesammelt. Und jeder, der von Ihnen eine gute Wettidee hatte, der konnte dann draufschreiben, ich möchte gerne wetten, die lese ich Ihnen jetzt mal vor. Wer hat denn alles mitgemacht? Wer hat denn alles einen Zettel abgegeben? Aha, das waren viele. Das waren viele. Davon sind jetzt 5 übrig geblieben. Warum sagen Sie oh? Oh, ich dachte, es wäre meine dabei. Ja, vielleicht ist der dabei. Einen Peter habe ich, eine Annelie. Heißen Sie zufällig Annelie? Dann habe ich einen Hagen, vielleicht die Stadt, einen Manfred. Wie heißen Sie denn? Wilhelma. Was haben, Wilhelma, was ja. haben Sie denn gewettet mit mir? 20 Kapitäne sollen hier auf der Bühne erscheinen mit Vollbart ja. und vollem Dress, also Uniform. Also mit Vollbart und 20 Kapitäne ja. und soll auch noch Schiff gleich mitbringen. Nein, das ist immer so ein Massenauftritt. Ich habe, vielleicht können Sie sich erinnern an die letzte 20 Sendung. Weihnachtsmänner. Nein, nicht die Weihnachtsmänner, meine ehrwürdigen Schwestern. Können Sie sich an die erinnern? Die Sendung habe ich nicht gesehen. Also da muss ich Ihnen sagen, das soll man ja nie über die eigenen Sendungen sagen, aber da haben Sie was versäumt. Ja, also ich muss gehört. Jetzt unbedingt meine Nonnen grüßen. Die haben heute keinen fernsehfreien Abend. Meine lieben ehrwürdigen Schwestern, ich grüße Sie von Herzen. Und Sie wissen ja, dass wir in der Zwischenzeit schon Briefchen miteinander schreiben. Und bei all diesen Saalwetten habe ich dann Angst gehabt. Letztes Mal hatten wir die radelnden Nonnen. Jetzt habe ich schon drauf gewartet. Heute kriegen wir den Vorschlag nicht. Heute kommen die Mönche mit dem Tretroller oder sowas ähnliches. So, jetzt will ich mal Sie bitten, jetzt das Beste hier auszuwählen. Erste Wette, wetten, dass Sie innerhalb der Sendung keine 33 als Osterhasen verkleidete Personen auf die Bühne bringen. Mit Zubehör, Ohren, Kieze, ach, das ist die Kiepe da hinten, nicht? Und Eier. Also das ist die Osterhasenwette. Können Sie mal einen Moment halten hier, ja? Dann der zweite, wetten, dass es Ihnen nicht gelingt, mindestens 15 Personen mit Familienname Oster und 15 Mal mit Strauß in den Saal zu bekommen. Jeder bringt mindestens eine Osterblume mit, das ergibt den großen Osterstrauß. Also ist auch eine Osterwette, auch mal halten so, ja, ich sammle die nachher wieder ein. Dann habe ich hier, wetten, dass Sie nicht einen Spielmannszug mit Uniform und Instrumenten auf die Bühne bekommen und spielen den Transallmarsch. Ich nehme an, das ist vom Nein. Komponisten des Transallmarsch. Kennen Sie den Transallmarsch? Kennen Sie nicht? Nein. Was machen Sie beruflich? Ich bin Hausfrau. Und waren Sie schon mal hier in der Rheingoldhalle zu so einer Fernsehsendung? Ich bin das erste Mal hier. Und ist das der Göttergatte da? Nein, der sitzt hinter mir. Ah! Habt ihr keine Plätze mehr nebeneinander gekriegt? So sieht's aus, ja. Könnt ihr nicht tauschen? Oh nein, dann reißt man das nächste Ehepaar auseinander. Die Stunde geht. Die halten Sie durch, die Stunde. Ja, also, was haben wir dann noch? Hier haben wir etwas, wetten, dass Sie bis zum Ende der Sendung meinen Namen nicht herausfinden werden. Darauf komme ich nochmal zurück.
Wetten, dass Sie es nicht schaffen, ist der letzte Vorschlag jetzt hier, dass Sie es nicht schaffen, die Passagiere einer Boeing 727, die in Frankfurt heute landet, mit Gepäck auf die Bühne zu bringen. Was nehmen wir denn? Gut, jetzt haben wir die Osterhasenwitze. Jetzt müssen Sie mal so klatschen, damit ich etwa rauskriege, was wir annehmen. Die Geschichte mit den 15 Personen, Oster sollen sie heißen und alle einen Osterstrauß mitbringen. Klatschen Sie bitte jetzt. Ich nehme an, Sie haben diese Wette soeben abgelehnt. Die nächste wetten, dass Sie innerhalb der Sendung keine 33 als Osterhasen verkleidete Personen auf die Bühne bringen. Das soll. Jetzt noch den Applaus für den Spielmannszug mit dem Transallmarsch. Aha. Und dann haben wir hier noch die Boeing 727. Der Vorschlag zufällig von Ihnen? Nein, leider nein. Ja, Moment, also nicht, dass Sie denken, wir müssen das Flugzeug herbringen. Nee, nur die Besatzung. Ja? Meinen Sie, das schaffen wir? Nee. Also ich könnte ja jetzt böse sein. Hier steht nicht Gepäck, hier steht Gepäck. So, aber ich hab doch recht. So, also. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist, wer das geschrieben hat. Hier steht Reihe 14, Sitz Nummer 5, Name Hagen, Anschrift Nürnberg, Ludwigstraße 79. Wo ist mein Kandidat? Helft mir, wo? Da ganz links hinten, ich ras mal schnell hin. Herr Hagen, wie heißen Sie denn mit Vornamen? Werner. Werner, das müssen wir natürlich noch klären. Sollen wir Gepäck mitbringen oder Gebäck? Gepäck, meine natürlich die Koffer. Ah, die Koffer, gut. Werner, kommen Sie schnell her, ich nehme Sie. Das wird lustig. Also, Werner, huhu, hier bin ich. Grüß Gott, Sie kommen aus Nürnberg hier angereist. Ja, ich komme aus. Sind Sie geflogen? Nein, ich bin gefahren mit dem Auto. Ich habe schon gedacht, Sie hätten am Flughafen das Gepäck vergessen und das sollten wir gleich mitnehmen lassen. Also. Was machen Sie beruflich? Ich bin Toupet-Spezialist und habe ein Studio in Nürnberg. Da muss ich natürlich fragen, tragen Sie selber eins? Nein, ich trage keins. Ich mache nur die Toupets. Sie sind Toupet-Spezialist? Ja. Gut, ich gebe Ihnen 3 Sekunden Bedenkzeit. Gucken Sie mich an. Trage ich eins, ja oder nein? Nein. Trage ich keins? Nein. Ha, hurra. Gewonnen. So, also, jetzt machen wir mal Folgendes. Er ist unser erster Kandidat. Sie sind mein Saalkandidat. Sie können heute Wettkönig werden. Ja. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, gegen wen Sie spielen. Und Sie sind alle da. Das war nicht klar, dass wir das schaffen. Das ist das Erste, was klappt heute Abend in der Sendung. Ich begrüße Roberto Blanco, Nadja Killer, Walter Killer und Norbert Schramm. So, kommen Sie mal rüber. So, Sie setzen sich da bitte hin. Also, jetzt klappen wir das Ganze mal zu hier. Darf ich Sie? Sie können auch da sitzen bleiben, nur da müssen Sie die Sendung machen. Nein, danke. So, das klemmen wir Ihnen hier mal fest, bitteschön. Und jetzt müsste das alles funktionieren. Also, ich begrüße meine prominente Runde und freue mich, dass ihr alle so gut gelaunt ausseht. Roberto, wir haben so viele Sendungen miteinander gemacht. Zum ersten Mal begrüßen wir beide uns im ZDF. Ja, das ist wahr. Wie geht es dir? Also, danke schön, man singt sich durch. Wir haben hier so viele Fotografen, die immer fotografieren. Und ich soll dir die Frage stellen, welches deine Schokoladenseite ist. Ich meine, ich habe beide sind Schokoladenseite, aber nur, ich darf nur sagen, ich komme immer als negativ raus.
Du hast ja hier in Wiesbaden, glaube ich, mal angefangen. Du bist hier in Wiesbaden eingebürgert worden, ja. Hast deine Urkunde bekommen als deutscher Staatsbürger. Genau. Und heute Morgen rief mich der Roberto an. Ich glaube, man darf so was Kleines Privates sagen um 11 Uhr. Und hat gesagt, sag mal, ich brauche dringend noch eine Karte, denn hier ist eine Dame, bei der habe ich vor 20 Jahren gearbeitet. Ist das richtig? Ja, es ist richtig. Was hast du denn damals gemacht? Ich habe, als ich kam hier als, ich wollte Urlaub machen hier, weil mein Vater arbeitete damals im Parkcafé in Wiesbaden, also in der Nightclub. Ja. Und ich kam hier, um Urlaub zu machen. Ja. Und hat mir Deutschland so gut gefallen, dass bis jetzt habe ich meinen Urlaub verlängert. Einen hübschen Ausspruch habe ich von dir gelesen, dass deine Kinder immer Onkel zu dir sagen, weil du so selten zu Hause bist. Nicht? Naja, wenn es klingt bei, nach Onkel, ja, dann gehe ich schnell nach Hause. Ja. Verstehst du? Weil sonst, stell mal vor, ich komme nach Hause und sage meine Tochter, Onkel, oh, was also, was da passiert? Ich schicke sie nach Afrika, du, im Aspik. Das heißt. Also, ich möchte, bevor wir uns jetzt weiter hier unterhalten, schnell mal ein paar Filme zeigen und auch ein Foto vor allen Dingen. Denn alle meine Gäste hier werden heute Abend wetten und müssen eine Gegenwette halten. Und wenn sie verlieren, dann müssen sie was tun. Und ich bin gespannt, was ihr euch alle ausgedacht habt. Und einer, der musste sogar Kellner spielen im Wagen eines Bundesbahnzuges. Sie können sich erinnern, wer es war. Es war Volker Hauff. Hier zeigen wir ihn mal. Sieht doch hübsch aus, der Bursche, nicht? Guck mal hier, der Minister als Kellner, Trinkgeld hat er auch genommen. Sie haben das sehr oft gesehen in der Zeitung, dieses Foto, und es wurde auch im Fernsehen gebracht. Und jetzt zeige ich gleich einen richtigen Spielfilm, denn der Thomas Gottschalk war ja früher Lehrer. Und der hat so viele Fans und vor allen Dingen auch jugendliche Verehrerinnen und Verehrer, dass die alle gesagt haben, der müsste mal Lehrer bei uns sein. Und er ist tatsächlich in eine Klasse gegangen und hat dort Lateinunterricht gegeben. Und das möchten wir Ihnen jetzt ganz gerne einmal zeigen. Dieses Klassenzimmer, in das uns Thomas Gottschalk führt. Und da geht es gleich um laudare Loben. Im Konjunktiv ändert sich aber einiges, nämlich das A wird zu laut. Wie heißt dann der Buchstabe? Laut D und Endung? M. Laudem. Laudem ist also dann der erste Fall. Versuchen wir es mal durchzumachen. Laudem, laudes, laudet, laudemus, laudetis, laudem. So, und jetzt kommt natürlich die ganz entscheidende Frage. Jetzt frage ich dich, was heißt jetzt eigentlich laudem, laudes, laudem? Laudem, ich möge loben. Richtig, möge loben, das möge ich euch auch. Dankeschön. So, also da kann man nur sagen, summa cum laude für den Magister Thomas Gottschalk. Thomas, vielen Dank, es hat viel Spaß gemacht. Das Ehepaar Tiller-Giller, das ist natürlich eine Traumbesetzung. Das wünschen sich viele, sie mal auf eine Bühne zu stellen. Gemeinsam einmal waren sie auf Tournee, nicht? Ja, das ist aber schon viele Jahre her. Und warum dann nicht mehr? Gab es so viel Streit? Nein, es war keine Gelegenheit mehr. Sie waren Miss Austria vor ein paar Jahren. Oh ja, das ist aber sehr lange her. Ja. Als eine Wollen wir darüber jetzt sprechen? Nein, nein, warum nicht? Ich finde das toll. Sie sind eine wunderschöne Frau. Dankeschön. Und sind Schönheitskönigin geworden. Und die Schönheitskönigin haben ja meistens immer so ein Ogu um sie herum. Nicht? Die einen machen dann keine Karriere, die anderen, da erzählt man dann, naja, ob die nun begabt sind oder nicht. Aber sie legen großen Wert darauf, dass sie vorher schon Theater gespielt haben und vorher schon engagiert waren. Ja, ich war als Schauspielerin und war am Theater in der Josefstadt in Wien engagiert, bevor ich Miss Austria wurde. Das Theater hat es auch gar nicht so gerne gehabt. Und wann, lieber Herr Giller, hat sich dieser Reim zum ersten Mal getroffen, dieser Tiller-Giller-Knüller da? 1953 bei einem Film in Berlin. Und hat es da auch sofort geknallt und gefunkt? Ja, wenn man das so... Der will uns an das Eingemachte her. Ja, ich habe die Nadja gefragt. Ich hatte, nachdem ich sie kennengelernt hatte, hatte ich den nächsten Tag drehfrei und habe ich sie gefragt, ob sie vielleicht auch frei hat und was sie morgen macht. Sagt sie, wieso? Habe ich gesagt, ob wir nicht morgen heiraten wollen. Und dann haben wir nach 3 Jahren haben wir dann geheiratet. So lange hat sie denn noch überlegt. Sie haben 2 Kinder, ja, und über die Tochter liest man im Moment eine ganze Menge, dass sie auch eine Karriere als Fotomodell macht. Was macht sie heute Abend? Ja, strebt sie an. Heute ist sie in Zürich. Und was macht sie da? Arbeiten? Sie hat Fotos dort gemacht. Ja. Ah ja. April, oh, April. Freund wird sie wohl treffen. Ja, ich nehme an, dass Sie sich etwas irren. Sie ist hier. Oh. Ja, es ist aber gut. Ja, grüß Gott.
So, die Eltern müssen sich natürlich jetzt mal begrüßen. Das ist nett. Toll, dass Sie das mitgespielt haben. Ja, meine Süße. Also, Sie haben das wirklich nicht gewusst. Das ist eine große Überraschung. Jetzt gibt es erstmal hier Küsschen. Und ich glaube, dass der Roberto sich ganz besonders auf diese Begegnung freut. Ja, ich bin der Onkel. Also ich muss dazu Folgendes sagen. Sie haben gestern gesagt, dass sie also nicht kommen kann und dass sie sehr viel arbeitet. Und haben wir gedacht, das werden wir doch noch schaffen, im Wetten, dass das Töchterchen mal kurz einzufliegen. Ja. Und sie kann jetzt auch nicht lange bleiben, denn ihr Flugzeug geht genau in einer Dreiviertelstunde. Wir müssen sie sofort zurückschicken. Nicole erwartet. Ich muss arbeiten. Ach so, dann ist gut. Haben Sie schon mal so einen Überraschungsbesuch bei einer Fernsehsendung oder im Theater bei Ihren Eltern gemacht? Nö, eigentlich nicht. Ja, im Theater vielleicht mal privat, dass man halt vorbeikommt oder dass die Eltern es wissen, aber sonst so organisiert eigentlich nie. Also ich finde das toll, wir haben Sie 3 Stunden im Hotel eingesperrt, dass Sie uns nicht verraten haben. Ich finde das richtig nett von Ihnen. Vielen herzlichen Dank und toi, toi, toi für Ihre Karriere als Fotomodell. Danke. Da müssen Sie nur dann in Zukunft den Kopf etwas höher halten, sonst haben Sie einen Schatten im Gesicht. So. Die große Tochter, den Sohn haben wir jetzt nicht zu uns gebracht, rast wieder zum Flughafen. Roberto, wenn du dich in Ruhe von ihr verabschieden möchtest, dann gehen wir so lange darüber. Schau, ja. Hast du mir nie gesagt, wo du sie angesperrt im Hotel, sonst wäre es Vielen herzlichen Dank und guten Flug. Gell? Bis morgen. Das ist ja ein Ding. So, das war mal die kleine Überraschung für das Ehepaar Tudor-Gila. Ja, nicht? Damit haben Sie nicht gerechnet. Nein, das war eine echte Überraschung. Aber eigentlich sind Sie ja nie aus der Fassung zu kriegen, Herr Giller. Doch, ich war aus der Fassung, muss ich sagen. Er hat sich richtig gefreut. Ja, schön. Das ist auch. Ich glaube, man kann als Vater stolz sein, wenn man so eine hübsche, große Jetzt Tochter hat. Ich muss noch mal fragen, habt ihr sie von Zürich hergeholt? Sprich das nachher. Ich glaube, ja. Ja. Also ich meine, ich habe das jetzt nicht selber gemacht. Wieso wollten Sie das wissen? Hat sie Ihnen gesagt, sie sei woanders? Nein, sie wollte gestern von München nach Zürich. Jetzt weiß ich nicht, habt ihr sie noch in München abgefangen? Ja. Oder, aber ich würde sagen, das fragen Sie nachher selber. Nachher, nicht, dass ich mich da in irgendeine private Geschichte einmische. Man weiß ja nie. Ja. Nein, das bleibt ja unter uns, hört ja kaum jemand. So, und jetzt möchte ich Ihnen jemanden vorstellen, den ich eigentlich gar nicht vorstellen muss. Das ist der Bursche mit dem nettesten Lächeln in Deutschland, Norbert Frank. Der Norbert hat eine Tour hinter sich, die muss ihm erst einer nachmachen. Jetzt versuche ich das heute Morgen wo? Also heute früh war ich in Davos. Ja. Dann sind wir mit dem Bus nach Zürich gefahren, zum Flughafen, von Zürich mit dem Flugzeug nach Prag. Dann sind wir in Prag angekommen, schnell ins Hotel, dann weiter zum Schaulaufen. Um 5 Uhr hat das Schaulaufen begonnen in Prag. Heute wohlgemerkt. Heute, dann bin ich also um 5:45, also 5:45, bin ich dann aus dem Stadion wieder rausgekommen, bin ich gerade fertig gewesen mit meinem Schaulaufen, man hat mich extra vorgezogen. Dann auf dem Flughafen schnell in so einen kleinen Jet, also eine Jet. Und wann waren Sie hier? Ja, ich bin also jetzt um 7:50 war ich dann hier. Bin ich dann mit dem Hubschrauber noch rübergeflogen worden. Also ich muss dazu mal Folgendes sagen. Normalerweise versuchen wir, unsere Gäste etwas preiswerter in die Sendung zu bringen. Aber hier haben uns sehr viele geholfen. Ich möchte mich auch bei der Internationalen Eislaufunion sehr herzlich bedanken. Es ist das erste Mal, dass er von dieser Tournee weggeht. Und das haben die natürlich nicht gerne, wenn man überall verspricht, heute Abend Schaulaufen mit den Meistern, da muss er dabei sein. Und dass sie das Programm für uns umgestellt haben, vielen Dank. Dafür machen wir euch auch die Dortmunder Westfalenhalle voll. Nicht? Wann laufen Sie da? Am 8. April sind wir in Dortmund in der Westfalenhalle. Und der Vorverkauf ist an und für sich jetzt schon sehr gut. Also wenn man noch Karten will, muss man sich beeilen. Norbert, Sie waren bei uns in Luxemburg. Ja. Und da sind Sie mit der ganzen Truppe gelandet. Und ich habe so das Gefühl, ihr seid richtig Freunde geworden. Die Meister scheinen gar nicht so Konkurrenzneid untereinander zu kennen. Nicht. Zum Beispiel heute waren noch die ganzen Kollegen also sehr nett und haben auch gesagt, wir laufen heute nur sehr kurz, machen nicht so viele Zugaben, damit ich eben schnell wegkomme. Und ich habe auch extra vorne weglaufen dürfen, was normalerweise nicht geht. Man muss streng die Reihenfolge einhalten. Und da haben die das alle, haben da auch schön mitgespielt und
es zeigt auch für die schöne Kameradschaft, die da herrscht. Seit 3 Wochen sind Sie unterwegs, haben niemanden zu Hause gesehen? Also eigentlich schon fast länger als 3 Wochen. Ich bin vor der Weltmeisterschaft nach Kopenhagen und seitdem kreise ich um Deutschland rum, aber heute bin ich das erste Mal wieder hier in Deutschland. Winken Sie da mal nach Hause. Er ist da, er ist gesund, sieht gut aus, Mami, alles in Ordnung und die Freunde von der Bundeswehr, es kann also nichts passieren. So, Norbert, und jetzt zu unserem Saalkandidaten, denn bei Ihnen fehlt mir natürlich was. Hier steht nur Hagen. Ja. Mein Vorname ist Werner. Ja, Werner. Ja. Und was Sie beruflich machen, haben Sie mir vorhin schon erzählt. Sind Sie nervös? Ja. Richtig? Ja. Wir alle. Ja. Was meinen Sie, wie der Norbert immer nervös ist, bevor der da auf die Eispiste geht und da seine Kringel dreht und da Weltmeister wird? Norbert, wie ist das überhaupt? Können Sie auch ohne Schlittschuhe so einen Sprung? Ja, es kommt drauf an, was für einen Sprung Sie sehen möchten. Ach, so einen dreifachen Achsel vielleicht, ja, also oder? Wie ist unbedingt. Denn mit dem doppelten Rittberger? Schwierig. Rittberger mache ich eh nicht so gern. Was geht denn gut ohne Schlittschuh? Ja, einen einfachen Achsel zum Beispiel. Einen einfachen Achsel? Yes. Darf ich Ihnen mal das Mikrofon abnehmen? Wir möchten doch dann wenigstens hier unseren Vize-Weltmeister einmal hier zeigen. Kommt mal gerade vom Eislaufen. So, Achtung, meine Damen und Herren, der erste einfache Achsel von Norbert Schramm ohne Schlittschuhe, auch im Wetten-das-Programm. So. Vielen Dank, Norbert. Norbert macht alles mit. Wir haben mit ihm so viel Blödsinn schon gemacht. Und ich finde das wirklich nett, dass Sie so ein einfacher und nicht versponnener Typ sind. Manche, die solche Erfolge haben und die Medaillen einsammeln, die können einen schon kaum mehr grüßen. Nicht? Nach dem Treppchen haben die dann irgendwie, hat man immer so das Gefühl, die haben einen Kleiderbügel mit verschluckt. So, also, jetzt kommen wir zur ersten Wette. Es wird Zeit. Roberto. Hier bin ich. Was hast du mitgebracht? Also, ich wette, dass der Volleyballspieler, ja, Burkhard Sude, ja, allein gegen eine komplette Verbandsliga-Mannschaft gewinnt. So, also liebe Fernsehzuschauer und liebe Gäste hier in Mainz, was Sie jetzt erleben werden, das verspricht ein Spektakel besonderer Art zu werden. Der Burkhard Sude ist Volleyballer des Jahres. Er ist einer der besten europäischen Volleyballspieler und er will alleine nach den Regeln des Volleyballs tatsächlich eine Verbandsligamannschaft schlagen. Also wir schütteln alle mit dem Kopf, aber lassen Sie sich mal überraschen. Und vielleicht darf ich an dieser Stelle dann einmal sagen, dass ich unserem Ted heute nicht mehr ganz so viele Erklärungen geben möchte. Ted ist in der Zwischenzeit ein berühmter Mann geworden. Ted wird am kommenden Montag schon in der Hitparade auftreten und dort mitentscheiden, wie die Hits platziert sind im ZDF. Und 1000 Zuschauer arbeiten mit uns, um die Meinung des Publikums weiterzugeben. Und dieser Ted erstellt für uns immer die Quote. Das heißt, ob eine Wette jetzt schwer ist oder leicht ist, das werden wir dann gleich sehen. Und Roberto, ich glaube, du weißt auch, wie das dann funktioniert und tippst damit. Gut, also lieber Ted, glauben Sie, dass Burkhard Sude im Volleyball gewinnt? Dann geben Sie uns bitte jetzt Ihren Tipp. Und nun sind wir alle gespannt, Roberto. Was machst du, wenn du verlierst? Ganz einfach. Ich habe gehört, du hast ein Buch geschrieben. Sollte ich verlieren, dann werde ich dein Buch lesen müssen. Also, jetzt muss ich noch was sagen. Roberto. Aber jetzt will ich dir mal was sagen. Ja? Also ich weiß, was das für eine Retourkutsche ist. Also erst kriegst du einen zurück. Es war wirklich nicht nötig, dass du auf die Art und Weise darauf hinweist, dass du lesen kannst. Naja. Ja? Aber naja. Ich weiß, ich war einmal sehr hässlich zu dir in einer Fernsehsendung. Genau, bei den Montagsmalern. Naja. Da schäme ich mich heute noch drüber. Aber ich schäme mich nicht zu sagen, dass so ein Buch geschrieben ist, ich werde das lesen. Trotzdem, ja, wenn ich verliere. Gut, aber was machst du wirklich? Na, wirklich, ich bin ein Hobbykoch. Ja. Und sollte Paris Saint-Germain diese Verbandsliga-Mannschaft gewinnen, ja, dann stelle ich mich zur Verfügung und koche ich für sie, für die ganzen Jungs, für die Frau und die deutsche Volleyball-Nationalspieler also auch im dazu. Also Clubheim, alle, die kommen. Alle sollen kommen und Roberto kocht mit weißer Mütze. Und dann bringst du so einen riesengroßen Topf mit. Okay. So. Ted hat schon reagiert und nur 43% unserer Zuschauer glauben, dass es möglich ist, dass einer alleine im Volleyball gegen eine Mannschaft gewinnen kann. Und deswegen zeigen wir jetzt die Quote. 57 Punkte für denjenigen, der auf Nein tippt,
und 43 für den, der auf Ja tippt. Bitte geben Sie mir jetzt Ihren Tipp. Und Sie zu Hause tippen vielleicht auch mit und überlegen sich, schafft er es nicht. Und dann kann ich Ihnen jetzt sofort den Herausforderer zeigen. Ich begrüße einen der besten deutschen Volleyballer, Burkhard Sude. Burkhard, hallo. Burkhard, ich finde das prima, dass du so eine tolle Idee gehabt hast. Hast du das denn überhaupt schon mal gemacht? Ja, aus Spaß gegen die Damenmannschaft. Und hast du da gewonnen? Jetzt können wir es sagen, denn die Tipps sind abgegeben. Ja, die Kiste Sekt hatte ich mir redlich verdient, glaube ich. Also gegen die Mädchen hast du gewonnen. Du bist einer der besten deutschen Volleyballer, 90 Mal in der Nationalmannschaft, Volleyballer des Jahres gewählt worden. Wie ist das überhaupt mit den Volleyballern in Deutschland? Wie stehen die international da? Sind die durch dich international auch ein paar Plätze nach oben geklettert? Ein Einzelspieler kann da ziemlich wenig machen. Und wir sind im Moment im Neuaufbau. Und man muss erst abwarten, wie der neue Bundestrainer die Nationalmannschaft wieder aufstellt. Mhm. Das ist im Moment also ein Neuaufbau. Mhm. Du spielst beim USC Gießen. Das heißt, glaube ich, nicht Universitätssportclub, sondern unabhängiger Sportclub. Das wird sehr oft verwechselt. Ja. So, und dann darf ich jetzt mal die Mannschaft zeigen. Und das ist nicht irgendeine Mannschaft, es ist eine gute Volleyballmannschaft. Und zwar sind sie in der Landesliga. Oder, nee, in der Verbandsliga, nicht? Und dort sind sie, glaube ich, sogar auf dem zweiten Platz. Es ist die TSG Bretzenheim. Hereinspaziert. So, also ich bin ja so ein Sportverrückter, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich freue mich auf diese Wette ganz besonders. Wir haben folgende Regeln eingeführt und Burkhard, du musst jetzt mal aufpassen, ob ich alles richtig mache. Es wird nach den normalen Volleyballregeln gespielt, das heißt, spätestens nach der dritten Ballberührung muss der Ball beim Gegner sein. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2, Volleyball wird bis 15 gespielt und wenn man nicht mindestens zwei Punkte Vorsprung hat, dann geht es immer weiter. Das machen wir nicht, sonst dauert es zu lange, das heißt, wer zuerst 15 hat, der hat gewonnen. Ja, einverstanden? Und dann noch eine dritte Regel, nach 5 Minuten brechen wir ab, unabhängig wie der Spielstand ist. Also wenn es dann 7-8 steht oder 4-3 oder wie auch immer, nach 5 Minuten machen wir Schluss. Dann haben wir auch Schiedsrichter, erstklassige Schiedsrichter. Die Herren können schon mal Platz nehmen. Und das sind Schiedsrichter, die normalerweise bei den Volleyballturnieren auch Schiedsrichtern, haben alle eine Pfeife im Mund, die einen wunderschönen Ton macht. Könnt ihr uns nicht mal so einen Probeton geben? Das ist ein sehr musikalischer Sportvolleyball. Aha, der Herr Schiedsrichter kommt die Leiter nicht hoch. Doch, jetzt klappt's. Burkhard, müssten wir nicht fairerweise unseren Zuschauern in der ersten Reihe sagen, sie sollen ein bisschen auf die Brillen aufpassen? Ich weiß, ich muss mich mal umgucken, ob überhaupt Brillenträger da runter. Also ich möchte nur dazu sagen, das ist zwar nicht gefährlich, die Bälle sind verhältnismäßig weich, aber die kommen mit einem irrsinnigen Tempo geflogen. Also wenn der eine oder andere dann mal das Händchen benutzt, dann wäre das sehr empfehlenswert in den ersten Reihen. Aber vielleicht kann man eher was in Richtung Fassade machen. Ja, gut. Also passt mir schön auf hier auf meine Fassade und auf mein ganzes Bühnenbild. So, meine Herren, wie ist Ihre Prognose? Schafft das oder nicht? Also, ich glaube, wir schaffen es schon, ja. Würde ich schon sagen. Also, ihr gebt ihm keine Chance? Oh, 50-50, würde ich schon sagen. 50-50. Haben Sie schon mal alleine gegen eine Mannschaft gespielt? Nein, noch nie. Dann wird diese Art von Volleyball jetzt als Wetten-das-Volleyball höchstwahrscheinlich ins Training aufgenommen werden. Ihr seid zu sechst, bitte, wenn ihr schon mal drüben die Plätze einnehmen möchtet. Die Herren Schiedsrichter, wie funktioniert das Ganze? Ihr pfeift gemeinsam oder Streit kriegt ihr nicht, nein? Und hier unten haben wir die Ergebnistafel, die natürlich bedient wird. Und von der TSG Bretzenheim sind noch eifrige Damen und Herren mitgekommen, die aufpassen, dass die Bälle nicht durchs Publikum fallen. Ich muss mal unserem Regisseur ein Kompliment machen, wie der das ganze Volleyballfeld hier noch hingekriegt hat. Das ist die Originalabmessung, ist nicht etwa kleiner. Also wir spielen hier tatsächlich so, wie Volleyball populär ist, überall gespielt wird. Tja, dann kann ich jetzt nur noch sagen, da drüben werden Sie Ihre Aufgabe machen. Oder was sagen Sie lieber, Aufgabe oder Angabe? Aufgabe. Und wenn Sie gewonnen haben, ab dann können Sie mal Angabe sagen. Okay. Ich angebe. Gut, Burkhard, auf geht's. Jetzt siezen wir uns, dabei duzen wir uns die ganze Zeit. Gut. Also, ich kann nur noch sagen, top, die Wette gilt. Aufschlagwechsel. Sude. Aus, Aufschlagwechsel.
Ja, der Ball war leider aus. Netz. Da nicht alle von Ihnen Volleyball-Spezialisten sind, darf ich Ihnen sagen, Punkte kann immer nur derjenige sein, der in Ballbesitz ist. Netz. Aufschlagwechsel 0:0. Aufschlag Bretzenheim. Aus, Aufschlagwechsel, Aufschlag Bretzenheim. Blockberührung, Aufschlagwechsel, toll, ne? Aufschlagwechsel. Hoffentlich hat sich der Wurf halt jetzt nicht wehgetan. 0:0. Aufschlag Bretzenheim. Raum. Und. Jawohl. Führung. Aufschlagwechsel. Weiterhin Spielstand 0:0. Das ist nicht mehr Volleyball, das haut den Lukas. Aus. Aufschlagwechsel. Aufschlag Bretzenheim. Blockberührung, Aufschlagwechsel. Ja. Aufschlagwechsel. Spielstand 0:0. Bretzenheim schlägt auf. Ball war innen. Aufschlagwechsel. Sude, Aufschlag. Netz, Dorio. Aufschlagwechsel. Aufschlag Bretzenheim. Sude schlägt auf. Schade. Schade. Aufschlagwechsel. Bretzenheim schlägt auf. Für Bretzenheim. Falls sich jemand später einschaltet, liebe Fernsehzuschauer, hier ist nicht das aktuelle Sportstudio. Hier ist die Sendung Wetten, dass mit Volleyball. 3:0 für Bretzenheim. Aus, Aufschlagwechsel. Also ich muss den Burkhardt anfeuern. Sude schlägt auf. Jawohl. Punkt für Sude. 1:3. Auf dem Boden innerhalb des Spielfeldes. 2:3. Sude schlägt auf. Ganz entscheidender Punkt für den Burkhardt, Ausgleich 3:3. Aus. Aufschlagwechsel. Bretzenheim schlägt auf. Aus. Aufschlagwechsel. Sude schlägt auf. Reine Spielzeit, noch 1:03. Außerhalb der Antenne gespielt, Punkt für Sude, 4:3. Innen. Ball war gut, 5:3, geht Burkhardt in Führung. Für Sude.
Vorlage. Aufschlagwechsel. Spielstand 3-5. Vom Block prallt der Ball nach außen. Aufschlagwechsel. Sude schlägt auf. Spielstand 5-3. Bretzenhahn schlägt auf. Sehr schön. Fällt der Ball auf der Bretzenhahner Seite. Aufschlagwechsel. Sude schlägt auf. Aus. Aufschlagwechsel. Bretzenhahn schlägt auf. Auf dem Boden. Vom Block. Auf Schlagwechsel. Ja, Burkhard. Ich gratuliere. Zeig dich hier. Also Burkhard. Abgesehen davon, dass das eine tolle Idee war, das war wirklich eine großartige Leistung. Und die Verlierer in diesem Falle, die TSG Bretzenheim, ich glaube, die Herren wollen dir wirklich jetzt die Hand schütteln, denn das kommt nicht alle Tage vor, nicht, dass man von einem geschlagen wird. Das macht er schon gut, der Bursche, gell? Ja, war ganz nett. Ne? Und jetzt ziemlich kaputt, Burkhard? Das geht. Strengt mehr an, nicht, als wenn noch fünf daneben sind. Etwas, ja. Ja. Also ich meine, sollte es mal irgendwann Schwierigkeiten geben, und das ist ja irgendwie ein bisschen modern, dass es bei den Mannschaften hin und wieder Streitereien gibt, dann können wir sie auch mal alleine in die Nationalmannschaft schicken, ne? Und dann mal gegen die anderen antreten. So, das haben wir uns als kleines Geschenk für den Burkhard ausgedacht. Und zwar so ein kleines Probenetz. Und da der Burkhard eben alleine gespielt hat, haben wir uns gedacht, wenn er das dann so hält, dann kann er sich ja mit seiner Freundin ein bisschen in der Hängematte nach den Spielen immer ausruhen. Die Damen werden mitgeliefert? Die Damen, ja, ob die mitgeliefert werden? Meine Damen, er fragt, ob sie mitgeliefert werden. Gehen Sie heute noch mit? Nee. Nee, leider. Also ich hab's probiert. Burkhard, herzlichen Glückwunsch, und das war eine ganz tolle Leistung. TSG Bretzenheim, vielen Dank, meine Herren. Der Burkhard wäre ein toller Kandidat für den Kuli, nicht? Einer wird gewinnen. So, jetzt gucken wir uns mal den Punktestand an. Also, Nadja Tiller und Walter Giller haben leider noch 0 Punkte. Und auch unser Gast hier, der Herr Hagen aus Nürnberg, dafür ist Norbert Schramm hier mit dem Roberto klar in Führung gegangen. Nicht, dass Sie denken, dass der Roberto jetzt abgehauen ist. Es ist auch nicht so, dass er eventuell die Tochter von Walter Giller jetzt zum Flughafen bringen würde. Sondern in Wirklichkeit bereitet er sich auf seinen Auftritt vor. Denn es ist klar, wenn Roberto zu uns in die Sendung kommt, dass wir ihn gebeten haben, auch ein Lied zu singen. Er hat ein neues, das für die Figur sehr gut sein soll. Und das werden wir uns dann gleich einmal anhören. Wie hat Ihnen das denn eben gefallen, Frau Tiller, mit dem das Volleyball? Das war eine echte ich bin immer noch bei Natascha. Also, das mit der Natascha war eine Überraschung, die ist uns gelungen. Ungeheuerlich. Und das mit dem Volleyball, wie hat Ihnen das gefallen? Fand ich sehr beeindruckend. Ich habe ja Nein getippt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das funktionieren sollte. Und Walter Giller, haben Sie es aber schon mal gesehen? Ich habe es nie geglaubt. Nein, ich habe es nicht geglaubt. Ich meine, ich habe früher auch viel Sport gemacht und habe es nicht geglaubt. Norbert. Ich spiele selber sehr, sehr gerne Volleyball. Und naja, deswegen habe ich mir gedacht, es könnte gehen. Ich meine, wenn schon ein Nationalspieler sowas sagt, dann muss er ja irgendwie eine Chance haben. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Endergebnis war. 6-3 oder 5-3, ne? 6-3, glaube ich. So, in der Zwischenzeit sehe ich also, dass wir dann gleich den Roberto ansagen können. Er kommt übrigens nicht alleine, sondern mit den Petra Dancers. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Rock'n'Roll ist gut für die Figur. Ach, Roberto, vielen Dank.
Gern geschehen. Das war richtig nett von dir. Du kannst dich jetzt auch wieder anziehen. Brauchst du noch ein Handtuch? Nein, danke schön. Nein, ist alles in Ordnung. Gut. Ich habe trainiert vorher mit Bruder. Ich kriege hier in der Zwischenzeit böse Anrufe. Und zwar hätte ich am Anfang eine Wette vergessen. Die habe ich nicht dem Applaus des Publikums gestellt. Sie können sich erinnern, dass mir einer schrieb, wetten, dass Sie bis zum Ende der Sendung meinen Namen nicht herausfinden werden. Da haben Sie auch alle sehr applaudiert. Trotzdem nehme ich doch stark an, dass Sie das mit dem Flugzeug lieber haben. Ja. Ja, so geht das. So geht das. Auch wenn wir manchmal so einen Spaß machen, da gibt es manche Menschen, die nehmen das sehr ernst. Und ich will deswegen jetzt auch den Fehler wieder gut machen. Ich schlage Folgendes vor, ich nehme die Wette persönlich an. Denn der Schreiber dieser Zeilen hat uns ja gesagt, er sitzt in Reihe 1 auf dem Platz 18. Und lieber Schreiber dieser Zeilen, ich nehme Ihre Wette an. Wenn ich verliere, lade ich Sie zum Essen ein. Dann kommen wir so aus der Geschichte wieder raus. So, Freunde, wo ist meine Redaktion? Wo sind meine Freunde hier? Kriegt gefälligst raus, wer das ist, ja? Dann kommen wir zur zweiten Wette. Liebe Nadja Tiller, was haben Sie uns mitgebracht? Also, ich wette, dass Frau Ilse Kirsch in der Lage ist, zu jedem willkürlich gewählten Datum des Jahres den entsprechenden Wochentag sagen zu können. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, die 365 Tage und das Ganze innerhalb von 7 Minuten. Und sie darf dabei einen Fehler machen. Ja, sie darf einen Fehler machen. Und bevor ich den Ted jetzt nach der Meinung frage, möchte ich noch Folgendes sagen. 365 Tage, nicht in der Kalenderreihenfolge, selbstverständlich, sondern stellen Sie sich vor, wir haben 365 Kalenderblätter abgerissen, haben die alle in so ein Netz getan und völlig durcheinander gewirbelt. Das heißt dann also bei uns nachher 1. April, 4. Mai, 3. Dezember, 24. Januar. Und die Frau Kirsch sagt innerhalb von einer Sekunde sofort, ob das ein Montag ist, ein Dienstag, ob das ein Freitag ist. Man kann sich diese Gedächtnisleistung kaum vorstellen, aber sie gibt an, dass sie es kann und das in 7 Minuten. Ted zu Hause, glauben Sie, dass die Frau Kirsch das schafft oder nicht? Dann rufen Sie uns jetzt bitte an und geben Sie uns Ihren Tipp. Und ich bin sehr gespannt. Bitte? Wer sitzt wo, um das zu kontrollieren? Oh, wer kann das in einer Sekunde kontrollieren? Das kontrollieren wir alle, denn die Zuschauer zu Hause und auch die Zuschauer hier im Saal kriegen auf dem Fernsehbild die Tage mit den Antworten gezeigt. Ach so. Und Frau sonst Kirsch kann man ja das gar nicht sehen. So schnell blättern. Ich finde das völlig richtig, dass Sie fragen, wer kontrolliert da. Wie ist denn das in Ihrer Ehe? Haben Sie da auch immer kontrolliert? Nein, nee? Warum denn, um Gottes Willen? Ich meine, wenn Sie ihm die Hosen bügeln, machen Sie hinterher auch die Taschen leer? Ich vorher, ne? Was machen Sie denn, gnädige Frau, wenn Sie verlieren? Was ich mache, wenn ich verliere? Ja. Ja, also da habe ich mir ausgedacht, dass wenn ich verliere, ich am nächsten verkaufoffenen Samstag in einem Modegeschäft im Ruhrgebiet. Ja. Und zwar habe ich mir da Schwerte ausgesucht, Blusen und Pullover verkaufen werde. Den ganzen Tag? Ja, den ganzen Tag. Das finde ich eine nette Idee. Als Verkäuferin, verkaufsoffener Samstag, mitten im Ruhrpott, den ganzen Tag, Nadja Tiller als Verkäuferin. Das finde ich eine hübsche Geschichte. So. Also manchmal wundere ich mich schon über unseren Ted. 82% unserer Zuschauer sagen, ja, die Frau Kirsch kann das. Und vorhin waren Sie sich so unsicher bei dem Burkhard Sude. Vorhin, Ted, haben Sie verloren. Denken Sie dran. Na gut, jetzt geben Sie mir bitte auch Ihren Tipp. Roberto, glaubst du, dass die Frau Kirsch das kann? Ich glaube. Kannst du dir auch viel merken? Ja. Bist du ein großer Auswendiglerner? Also Telefonnummer, Hauptsache. Sag mal, du wirst es nie lernen. Das ist unfassbar. Ich bin so, wie ich bin. So, wie lange, das ist seit 20 Jahren, seit ich dich kenne, guckst du immer den hübschen Mädchen hinterher? Ja, pass auf, ich bin, Moment. Meine Frau weiß, dass ich gucke und dann sage ich nachher zu Hause, du bist doch die Hübscheste von allen. Das ist darum. So. Wie ist das mit Ihnen, Herr Hagen? Glauben Sie, dass die Frau Kirsch das kann? Ja, ich glaube das. Können Sie auch so viel auswendig lernen? Nein. Also ich finde das
unwahrscheinlich, dass ihr da alle ja, ja, ja tippt. Was hat denn der Norbert getippt? Nein, nein. Also einen Fehler darf sie machen. Und ich habe an Sie im Saal jetzt eine große Bitte. Die Frau Kirsch ist schrecklich aufgeregt. Und sie hat auch eine Grippe gehabt. Und ich möchte, dass wir sehr, sehr lieb und nett zu ihr sind. Und ganz ruhig, denn es ist eine Konzentrationsgeschichte. Und deswegen heiße ich Sie jetzt mit Ihnen herzlich willkommen. Ich bitte Sie, Ilse Kirsch. So, bitte sehr. Frau Kirsch, wie geht es Ihnen? Danke, Herr Erzmann. Nicht mehr nervös? Doch. Ein bisschen? Doch. Ja. Sie hat mir einen so süßen Brief geschrieben. Hat sie geschrieben, Frank, wenn Sie mich mal in die Sendung nehmen. Ich kann die ganzen 365 Tage durcheinander gewirbelt und ich kann auch wunderschöne Gedichte machen und Limericks. Haben Sie uns einen mitgebracht? Ja. Ja? Machen Sie mal ein Gedicht über Wetten, dass. Ich glaube, Sie haben sich eins ausgedacht für uns. Hm? Na bitte. Liebe Zuschauer draußen und hier in Mainz, die Wetten für mich stehen 2-1. Dass ich gewinne, in diesem Sinne drückt mir die Daumen. Du, Gisela, Friedel, Gerd und Heinz. Sehr schön, vielen Dank. Wer sind denn Gisela, Friedel und Gerd? Sind das Ihre Kinder oder Verwandte, Freunde? Ja. Gucken die jetzt alle zu Hause zu? Ja. Und wer kam denn auf die Idee, dass Sie gesagt haben, das will ich jetzt mal in Wetten, dass vorführen? Auch eigentlich im Bekanntenkreis ist das so immer gespielt worden. Und dann hat man gesagt, das musst du mal melden. Und Sie haben, glaube ich, als Sekretärin gearbeitet, ja, an einem Flugplatz. Ja. Und da mussten Sie sich ja auch für Ihren Chef immer viel merken. Mhm. Und jetzt machen Sie das in Ihrer Freizeit als, ja, Hobby. Genau. So. Jetzt, ich habe Ihnen ja versprochen, dass wir alle ganz ruhig sein werden. Ja. Und jetzt muss ich unseren Zuschauern zu Hause etwas zeigen. Und da hoffe ich, dass das unsere Kamera mal kurz zeigt. Und zwar hier, liebe Zuschauer, steht erstens, das ist also die erste Aufgabe von 365, 3. April in dieser Reihenfolge durcheinander gewirbelt. Und den ersten schenken wir, das ist ein Samstag, stimmt das auch? Ja. Ja? Was ist der 19. April für einen Tag, Frau Kirsch? Montag. Montag. Mhm. Gut, also 3. April Samstag. Und das decken wir jetzt hier der Frau Kirsch zu. Das ist das, was Sie wissen wollten, Frau Tiller, dass wir also der Frau Kirsch die rechte Seite abdecken. So kann sie also nicht die Lösung sehen, aber unsere Zuschauer zu Hause können das verfolgen. Frau Kirsch, Sie haben 7 Minuten Zeit. Wenn Sie es unter 6 schaffen, dann Sie wollen ja in das große Rekordebuch hinein, nicht? Vielleicht schaffen Sie es. Ich drücke die Daumen. Und einen Fehler dürfen Sie machen. Und jetzt möchte ich unseren Zuschauern noch etwas zu Hause sagen. Hier haben wir einen Bonus. Der geht beim ersten Fehler aus. Das zeigen wir aber der Frau Kirsch nicht, damit sie nicht nervös wird. Ja? So, Frau Kirsch, jetzt passen Sie auf. Jetzt machen wir erstmal hier wunderschönes, gemütliches Licht. Ja? Stellen wir uns vor, wir sitzen abends bei Ihnen zu Hause am Kamin, haben nette Freunde eingeladen. Alle hier in der Halle sind jetzt nicht mehr da. Die haben wir alle nach Hause geschickt und sind nur noch Ihre Freunde und Bekannten und die Kinder da. Ne? So, dann kann ich nur noch sagen, ich drücke Ihnen die Daumen. Danke. Und sage, top, die Wette gilt. Freitag, Montag, Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag, Montag, Mittwoch, Dienstag, Freitag, Sonntag, Montag, Mittwoch, Samstag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Montag, Sonntag, Donnerstag, Montag, Montag, Freitag, Sonntag, Donnerstag, Freitag, Mittwoch, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Montag, Donnerstag, Dienstag, Freitag, Montag, Sonntag, Donnerstag, Freitag, Sonntag, Dienstag, Sonntag, Montag, Mittwoch, Sonntag, Donnerstag, Dienstag, Freitag, Montag, Samstag, Sonntag, Mittwoch,
Mittwoch, Freitag, Samstag, Donnerstag, Donnerstag, Freitag, Donnerstag, Samstag, Montag, Mittwoch, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Donnerstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Mittwoch, Dienstag, Donnerstag, Donnerstag, Montag, Mittwoch, Montag, Freitag, Samstag, Dienstag, Freitag, Mittwoch, Samstag, Donnerstag, Montag, Montag, Samstag, Donnerstag, Dienstag, Samstag, Montag, Dienstag, Freitag, Freitag, Donnerstag, Samstag, Montag, Dienstag, Samstag, Montag, Sonntag, Freitag, Montag, Donnerstag, Dienstag, Samstag, Mittwoch, Donnerstag, Mittwoch, Mittwoch, Sonntag, Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Sonntag. Frau Kirsch, bei 126 erst der zweite Fehler. Leider. Leider. Aber das war schon eine große Leistung, muss ich sagen. Wirklich. Ich höre gerade, dass das Telefon bei mir klingelt, ja. Frau Kirsch. Ja. Vielleicht haben Sie nur einen Fehler gemacht und nicht zwei. Seid ihr so lieb und unterhaltet euch mal in der Zwischenzeit, ja? Mal sehen, was da so alles auf mich zukommt. Ich muss sagen, ich bin ganz sprachlos, dass man das alles auswendig lernen kann. Gibt es doch bestimmt einen Trick dazu, oder? Nein. Sie haben es einfach auswendig gelernt? Ja, auswendig lernen kann man das auch nicht. Ich kann das nicht erklären. Also das ist einfach eine Begabung. Das ist schon ein siebter Sinn, den Sie da haben. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären. Das ist unheimlich, finde ich. Also es gibt Mathematiker, die behaupten, es gäbe dafür ein System, so etwas zu lernen. Nur dann kann man das nicht so schnell machen. Die Frau Kirsch muss das tatsächlich auswendig gelernt haben. Sonst geht das nicht so schnell, weil sie ja überhaupt keine Zeit hat zum Nachdenken. Und beim 109. Begriff schlich sich, habe ich eben am Telefon von der Jury erfahren, der zweite kleine Fehler ein. Für mich haben Sie gewonnen. Ich finde das eine unglaubliche Gedächtnisleistung. Und Frau Kirsch, Sie werden zu Hause gefeiert werden. Ganz bestimmt. Frau Kirsch, bleiben Sie bei mir. Bleiben Sie bei mir. Schauen Sie mal, wir haben uns erlaubt, Ihnen den Wetten-das-Kalender zu entwickeln. Das ist ein Kalender für 1982. Und da haben wir Ihnen ein paar Bilder von uns vorbereitet. Und die Daten, ob die alle stimmen, das weiß ich nicht. Aber was Sonntag, Montag und Dienstag ist, können Sie sich ja immer selber ist reinschreiben. Gut, ja? Vielen herzlichen Dank. Und es war sehr nett, dass Sie bei uns waren. Dankeschön, Frau Kirsch. Tschüss. Hat Sie jetzt gewonnen oder hat sie nicht gewonnen? Für uns hat sie gewonnen, aber nach dem Reglement sie knapp verloren. Sie hat zwei Fehler gemacht. Also dann muss ich als Verkäuferin gehen. Ja! Ja, das ist ja toll! Da können wir gleich mal das Gehen üben hier. Nadja Tiller als Verkäuferin, das finde ich eine ganz feine Geschichte. Sie haben ja mal als Fotomodell auch gearbeitet und haben als Mannequin gearbeitet und haben viele Dinge selbst gezeigt. Soll ich jetzt noch behalten, wie Sie wollen, ja. Und haben viele Dinge ja auch selber gezeigt und vorgeführt. Ich hab auch vorgeführt. Ist da nicht, wenn man ein Mannequin ist oder ein Fotomodell, der Reiz, die Dinge auch zu behalten, furchtbar groß? Ich kann mir vorstellen, Sie hatten mit 20 schon 10 Kleiderschränke. Nein, eigentlich nicht, weil ich finde, wenn man so viel mit Klamotten zu tun hat, dann hat man selber fast eigentlich gar keine Lust mehr dazu. Und ich habe das jetzt auch gerade wieder festgestellt. Ich habe ein paar Modeschauen moderiert, zusammen mit meiner Tochter. Ja. Und die sehr hübschen Mannequins, die da alle ankommen, die tanzen eigentlich alle in Jeans und Pullovern und ganz lässig an. Und sie verkleiden sich dann in wunderschöne Paradiesvögel. Aber im Privaten sind sie eigentlich eher simpel. Also keine großen Schwierigkeiten in der Ehe Tiller-Giller, wenn es um das Geld ausgeben für die Mode geht? Nee, eigentlich nicht. Ich bin ja auch sehr sparsam. Ne? Ja, die Frage stelle ich mir auch, wenn ich mir die karierte Hose angucke. Ja, die ist, stark, das jetzt, ne? Ist das jetzt modern oder ist das noch die von damals und die ist wieder modern? Das trägt man jetzt in der Provinz, ja. So,
So, jetzt gucken wir uns mal den Punktestand an. Der Norbert ist hier noch klar in Führung, deswegen brennt das rote Lichtlein. Roberto ist ganz neidisch. Beim Ehepaar Tiller hat es noch nicht funktioniert und bei unserem Saalkandidaten auch. Ich bin auf Ihrer Seite. Komm, wir trinken mal einen, dann geht das leichter. Hier, zum Wohl. So, Prost Wasser. So, das wird nachher besser. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne einen jungen Komiker vorstellen, liebe Fernsehzuschauer, der zum ersten Mal im Abendprogramm in Deutschland im Fernsehen auftritt. Er kommt aus der Schweiz. Und ich hoffe, dass Sie auch, liebe Freunde in Österreich, ihn mögen. Ich habe ihn nur mal ganz kurz kennengelernt auf einer Videokassette und da haben wir uns schon die Bäuche gehalten. Er sollte mal für einen Talentschuppen ausgewählt werden und er ist noch ein ziemlich junger Mann. Ich glaube, er ist 29 Jahre alt. Ob Sie ihn hier schon kennen bei uns, möchte ich bezweifeln, in der Schweiz ganz bestimmt. Ich darf an der Stelle alle unsere Schweizer Freunde herzlich grüßen. Und Sie erleben jetzt Ihren und vielleicht bald unseren Peach Weber. Grüezi miteinander. Es war sehr vernünftig, dass Sie jetzt noch ein wenig geklatscht haben, weil am Schluss haben Sie keinen Grund mehr dazu. Aber ich habe es dann gesagt. Ich bin heute eingesprungen, und zwar als Ersatz für Frank Sinatra. Weil eigentlich sollte Frank Sinatra kommen, aber der musste dann gerade heute ins Altersturnen. Und das... Deshalb haben Sie mich gefragt, weil ich muss erst morgen hin, oder? Aber ich muss mich zuerst entschuldigen, weil ich musste vorher die Gitarre neben der Toilette stimmen. Jetzt tönt sie ein wenig beschissen. Gut, nein, es geht schon, es geht schon. Ich habe übrigens noch ein Autogramm mitgebracht. Vielleicht hat es einen freiwilligen Autogrammjäger, sonst müsste ich einen bestimmen. Vielleicht nicht alle zusammen gleich. Nicht. Ja, es war. Danke vielmals. Ja. Ja, heute ist mein Glückstag. Ich habe das 3 Monate mitgetragen. Ich hatte ja früher schon einmal Kontakt zum deutschen Fernsehen. Ich habe mal einen Brief bekommen. Ich habe den mitgebracht. Der hat so geheißen. Sehr geehrter Peach Weber, wir möchten Sie einladen, in unserer Sendung Talentschuppen mitzumachen. Talent haben Sie zwar keines, aber so viele Schuppen. Eben. Heute ist eigentlich eine Ausnahme, weil ich spiele eigentlich nur entweder auf Kreuzfahrten oder dann in Gefängnissen. Nicht? Weil da kann mir das Publikum nicht abhauen. Übrigens, dieser Beitrag hier, den Sie jetzt sehen, der ist etwa nicht dreidimensional. Nicht? Das scheint nur ein bisschen dimensional, weil ich habe zugenommen, 200 Gramm. Aber das Problem kennen wir ja alle nicht. Ich habe letztens in einer Tabelle nachgesehen und da habe ich gesehen, für mein Gewicht müsste ich 2,85 Meter sein. Nicht? Und jetzt habe ich gegessen und bin ich größer geworden. Oder? Manchmal kann man einfach nichts machen. Vielleicht hat man es ein wenig gemerkt, ich möchte wahnsinnig gern berühmt werden. Ich habe schon auf alle möglichen Arten probiert, nicht, aber es ist mir nie gelungen. Zuerst habe ich als Fotomodell gearbeitet und dann sind aber nur Angebote gekommen von Geisterbahnen. Nicht? Dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich es mal im Sport, nicht? Im Fußball gibt es ja auch berühmte Leute. Und ich habe dann wirklich mal in der Schweizer Nationalmannschaft gespielt, 1974, als sie gegen Deutschland antreten musste, habe ich in der Schweizer Nationalmannschaft gespielt, bis in der 22. Minute, dann haben sie es gemerkt. Und jetzt probiere ich es mit Singen nicht, aber singen kann ich eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, heute schauen die Leute gar nicht drauf, ob einer gut singen kann, nicht? Er muss einfach ungeheuer gut aussehen. Sind Sie sicher, dass Sie das richtig verstanden haben?
Nein, das habe ich bei Elvis Presley gesehen. Der hat auch immer so Tüchlein hinausgeworfen, aber dort haben sich die Leute drum gerissen. Ja. Gut. Komme jetzt erbarmungslos zum letzten Lied. Ich wollte eigentlich ein Weihnachtslied spielen. Ich habe selber eines geschrieben, ein Weihnachtslied. Das heißt O stille mich, du Fröhliche. Aber. Aber das ist ja nicht so aktuell jetzt im Herbst, nicht? Deshalb singe ich ein anderes Lied. Ich habe dieses Lied aus Amerika mitgebracht, aus den Staaten. Also ich wollte selber nie nach Amerika, weil das ist so weit und so teuer. Dann hat mir aber ein Freund eine Adresse gegeben, wo wir übernachten konnten, im Wilden Westen. Nicht? Er hat gesagt, gehst du einfach nach Amerika, das findest du schon, das ist da angeschrieben. Dann gehst du in den Wilden Westen und gerade rechts, wenn du reinkommst, sind die Apachen. Nicht? Und da fragst du nach dem Häuptling Chicory und sagst ihm einen Gruß von mir, oder? Und dann klappt das schon, oder? Und ich bin dann nach Amerika gegangen, habe den Häuptling gefunden, habe ihm einen Gruß gesagt von meinem Freund. Und als ich dann so am Marterpfahl stand, nicht, da habe ich gedacht, so gut hat er ihn auch nicht gekannt. Und das war also einer der letzten Kannibalenstämme, nicht? Die haben also eine Bratpfanne hervorgeholt und Salz und Pfeffer und so, nicht? Und dann in der letzten Sekunde kam ein Weißer, ein Bleichgesicht, nicht? Der kam auf mich zu. Und jetzt kommt etwas Englisches, nicht? Ich weiß nicht, ob Sie Englisch können. Ich wollte zuerst Untertitel machen, aber das ist ein bisschen schwierig. Der kam zu mir und fragte, oh hello, where do you come from? Und ich so in fließendem Englisch, from Switzerland. Hold Rio. Und dann hat er gesagt, oh how lovely, my name is Karl May. Do you know my uncle in Germany, the Reinhard May? Und ich habe natürlich sofort geschaltet, oder, und habe gesagt, oh yes, I'm his only fan. Und dann hat er Freude, ging er zum Häuptling rüber, nicht, und hat auf mich gezeigt und hat gesagt, this is my friend. Do not eat him, I bring you my wife for dinner. Von da an war der Häuptling sehr nett, nicht, weil die Frau war etwa 200 Kilogramm. Und jeden Abend sind wir dann am Lagerfeuer gesessen und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir sitzen ums Lagerfeuer und rauchen ein Wigwam. Dann hat er angefangen, Geschichten zu erzählen und die Geschichte, die mir am besten gefallen hat, war die von einem Revolverheld, der heißt Jimmy McDollar und der reitet durch die Prärie auf der Suche nach neuen Abenteuern. Es ist ein Lied ohne Happy End. Ist ein wenig kurz, müssen also nicht erschrecken, wenn es dann plötzlich... Ich habe ja selber schon in einem Western mitgespielt. Das ist allerdings ein paar Jahre her. Das war so ein italienischer Western, den haben Sie sicher gesehen. Der hat geheißen, die vier glorreichen Sieben. Aber haben Sie ihn gesehen? Können Sie sich noch erinnern, ich war der Indianer in der ersten Einstellung, als wir da zu 60 die Postkutsche überfallen haben. So mit langen schwarzen Haaren. Hinter dem Baum. Nicht. So schnell wird man vergessen, nicht? dabei habe ich in dem Film noch den Erwin bekommen, das ist der Bruder vom Oscar. Zwar habe ich diesen Erwin bekommen für den besten Sturz vom Pferd. Ich hatte am meisten Verletzungen. Gut, also sollte in diesem Lied, das muss ich noch sagen, sollte in diesem Lied das Wort Ross vorkommen. Ross, das würde dann Pferd heißen. Nicht? Bei uns in der Schweiz heißt ein Pferd Ross. Also wenn das Wort Ross vorkommt, heißt es Pferd. Wenn nicht, dann nicht. Vorher möchte ich noch sagen, es gibt manchmal so Leute, die singen Lieder, die andere komponiert haben und die sagen das nicht, oder? Und ich bin also ehrlich, ich sage, dieses Lied habe ich Johnny Cash gestohlen. Aber ich habe ihm jetzt eines von meinen geschickt, oder? So. Also Jimmy McDollar, man kann das Playback abfahren. Thank you.
Man kann das Playback abfahren. Es ist mir schon mal passiert. Dann noch beim Eurovision de la Champignon. Man kann das Playback ab... Ah, das habe ich ja noch hier. Kann man das noch schnell reintun da? Wieso nicht? Was? Knittert, das ist digital. Das, ja. Gut, jetzt müssen wir es live machen. Garantiere für nichts. Do, re, mi, fa, ble. Jimmy McDollar, ein Lied, so live wie möglich. Weil das Lied ein wenig kurz ist, mache ich eine lange Überleitung. Manchmal eine halbe Stunde lang. Dann, wenn niemand mehr da ist, dann kommt der Text nicht. Wer reitet so stürmisch noch durch die Prärie, ist der Jimmy McDollar mit seinem Ross. Er reitet und denkt sich nichts dabei, da plötzlich, da trifft ihn ein Schuss. Weber wird sich bestimmt über seinen Auftritt hier in Mainz freuen und ein großes Kompliment an Sie, wenn man einen jungen Künstler bei seinem ersten Auftritt hier mit Trampeln verabschiedet. Was meinen Sie, wie gern der wiederkommt? Zu Ihnen und auch zu uns. Wir kommen zur dritten Wette und zu Walter Giller. Ihre Frau muss jetzt also Blusen verkaufen. Ich bin gespannt, was Sie alles sich ausgedacht haben. Wie heißt denn die Wette? Ich wette, dass Wolfgang Weiß verschiedene Gegenstände länger auf seiner Nasenspitze balancieren kann als ein dressierter Seelöwe. So, also die Geschichte ist folgendes. Wir haben einen jungen Mann, der sagt, auf meiner Nase, da bin ich mindestens so gut wie ein dressierter Seelöwe. Und diesen Helmut Weiß haben wir eingeladen und wir haben uns auch einen dressierten Seelöwen besorgt. Lieber Ted zu Hause, wer ist besser, der Seelöwe oder unser Herausforderer? Geben Sie uns bitte jetzt Ihren Tipp. Und lieber Walter Giller, was machen Sie denn im Falle Sie die Wette verlieren werden? Oh ja, nun mal locker vom Hocker. Also ich denke, ich werde auf einer Autobahnraststätte eine Stunde lang jedem Reisenden, der gerade nicht so ganz bei Groschen ist, mit einem Groschen aushelfen. Ich kann das nämlich beurteilen. Ich bin auch viel auf Autobahnraststätten und weiß, wie unangenehm das ist in so einer Situation, wenn man dann kein Kleingeld bei sich hat. Also, wenn ich das recht verstanden habe, setzen Sie sich also mit Toilettenpapierrollen und Groschen und Bürste und so, ja, vor ein Rasthaus? Ja. Eine Stunde nur? Ja, ich dachte erst mal, ja. Mal sehen, wie das Geschäft geht. Naja, also ich finde, zwei Stunden sollten es schon mindestens sein. Also zwei Stunden. Gut. Oder so ein Vormittag. Das kann ich wissen. Nein, Sie sind auf Tournee, reisen kreuz und quer durch Deutschland. Ja, darum ist es. Und wo, ja, wird das etwa sein, damit wir dann die richtigen Autofahrer auch im richtigen Moment dahin schicken können? Das wollte ich Ihnen eigentlich nicht sagen. Ja, so ungefähr, so im Norden Deutschlands, in der Mitte, im Süden. Ja, so in Mitte sowas. Mitte, bis, Mitte. Mitte. Ja. Und wann etwa wird es sein? Am
Das weiß ich jetzt noch nicht. Ja. Roberto, das sage ich Ihnen nachher. Roberto, an dem Tag musst du keine Groschen mitnehmen. Ich bin dabei. Es hängt einfach davon ab, wie wir fahren und wie weit wir kommen den Tag. Gut, weil wir also wir passen auf, wir schicken Fotografen hin und Walter Giller als Klofrau. Da freue ich mich schon drauf. So, jetzt wollen wir mal sehen, die Quote 68 zu 32. Bitte geben Sie uns jetzt auch Ihren Tipp. Gewinnt der Seelöwe oder gewinnt der Herausforderer, der Erfinder dieser Wette, den ich jetzt herzlich begrüßen möchte? Herzlich willkommen bei Wetten, dass Helmut Weiß. Herr Weiß, begrüßen Sie. Frisch verheiratet. Ja. Seit 14 Tagen. Seit 14 Tagen. Und Ihre Frau guckt jetzt zu? Ja, sitzt hier, glaube ich, auf Reihe Block C und Nummer 30, glaube ich, ist es. Ah ja, also Frau ist da. Frau ist da, ja. Haben Sie sie denn, als Sie sie geheiratet haben, auf der Nase über die Schwelle getan? Ja, das ist doch etwas schwer, finde ich. Ist doch etwas schwer. Und Sie können mit der kleinen Nase so richtig gut balancieren? Ja, es muss nicht immer eine große Nase sein. Wenn man lang spricht wie Sie, hat man ja auch keine dicke Lippe oder sowas. Ja. Helmut, sagen Sie mal, was machen Sie beruflich? Ja, ich bin eigentlich ein Soldat, mache aber jetzt eine Hotelkaufmannslehre im schönen Hotel am Tegernseer Tal. Gefällt mir sehr gut. Sind bei der Bundeswehr und machen dort eine Ausbildung. Das kann man ja machen. Ja. Wie Sie vielleicht unschwer hören können, liebe Zuschauer, meldet sich unser Seelöwe bereits. Er ist etwas ungeduldig, deswegen möchte ich ihn schnell zu mir bitten. Und zwar Sonja Burger mit dem Seelöwen Judy. Also das ist Julie. Alles klar. Sonja, Julie ist 11 Jahre alt. Nee, 13. 13 und ein Seelöwe wird so zwischen 30 und 35 Jahre alt, also im besten Alter. Im besten Alter. Das hat er gerade gegessen. Nein, nein, das ist einfach... Er macht Bäuerchen. Ich mach immer solche Laute. Julie, einfach mal. Also der macht schon nicht mehr Bäuerchen, der macht schon Bauer. liebe Landwirte, damit meine ich nicht Sie, sondern die typische Situation, ja, nach dem Essen. So, Julie ist jetzt etwas ungeduldig. Ja. Mir hat man mal gesagt, ich soll sie nicht zu lange streicheln, die würden beißen. Beißt mich Julie? Nein. Nein, sie ist sehr brav. Sie ist schon und sehr sie tritt normalerweise im Zirkus auf oder wo? Zirkus, Varieté, ja. Sonst Veranstaltungen. Ja. Überall. So, Julie, komm wieder hier hoch. Auf, auf, auf. Ja, auf, hopp, 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 hopp. Ah, so, okay, Helmut. Damit Sie jetzt nicht denken, weil Judy so ein reizendes Mädchen da als Sekundantin hat. Ich bin da auf ihrer Seite. Ich bin jetzt ihr Sekundant. Ah. Ja? Ich werde sie selbstverständlich auch füttern. Ich habe Ihnen ein paar Fischstäbchen mitgebracht. Ja? Wenn sie sind, schon die mal... sind die warm? Ja, die sind sicher ordentlich hier. Ne? So. Fein. So, wie heißen denn die Kommandos, die wir jetzt immer geben? Balance. Balance, Balance, Balance. Alles klar. Okay. So, Balance, Balance. Ja, als erstes nehmen wir die Puppe, bitte. Und dann muss ich unseren Zuschauern sagen, wir spielen in zwei Runden. Die dritte wird eventuell einen stechen. Und diese Puppe müssten Sie 30 Sekunden lang jetzt balancieren. Und unser Seelöwe, der muss von dem Podest runter und 5 Meter weiter die Puppe aufnehmen, weil er balanciert nur gerne, wenn er dabei läuft. Und diesen kleinen Vorteil wollten wir ihm ausnahmsweise gewähren. Darf ich noch runter essen? Ja, ja, Sie essen noch runter, Helmut. Alles klar. Wie balancieren Sie denn jetzt die Puppe? Auf einem Bein? Ja? Auf einem Bein, ja. Alles klar. Auf einem Bein. Auf einem Bein? Auf einem Bein. Also, dann sage ich jetzt Kommando. Haben Sie runtergeschluckt? Noch nicht. Darf ich auf Platz? Ja, ja. Balance, Balance, Balance. Balance. Ja. Gut. Also, auf die Nase, fertig. Balance, Judy. Los. Balance, 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 good, good. So. Balance, Judy. Helmut, streng sich an. Balance, Helmut. Balance, Helmut. Balance, Helmut. Schön Balance, Balance. So. Danke, 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 danke. Bravo.
Ah, Moment. Fisch. Aber nur geiles. Nur noch ein halb. Also, ja. Dann. Also das habt ihr sehr gut gemacht, ihr zwei. Zweite, die Puppe, das ist jetzt klar. Es steht 1-1, nicht? Jetzt kommt die nächste Runde, da wird es schon wesentlich schwerer. Der Zylinder, bitte. Ja. Judy. Jetzt bin ich ja gespannt, wie Judy das macht. Judy, komm her, komm her, komm her. So, Achtung, zweite Runde hier. Okay. Okay. Achtung, auf die Nase, fertig, los! Schön war das, Judy. Schön war das. War das, Judy. Schön war das. Am Platz, Judy auf. Balance, 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 sehr gut. Das sieht jetzt alles so harmlos aus, ist sehr schwer. Und ich muss noch mal dazu sagen, der Helmut ist nicht etwa ein Artist oder ein Profi-Jongleur. Er ist bei der Bundeswehr, hat eine kaufmännische Ausbildung und kam aus Spaß auf diese Idee. Ne? So, Julie, wir kommen jetzt zur dritten Runde. Ja? Und in der dritten Runde geht es nicht nur um 30 Sekunden, will von mir nichts wissen. Geht es nicht nur um 30 Sekunden, sondern bis zum Runterfallen. Wer es am längsten schafft, und da haben wir so eine ganz kleine Sektflasche uns ausgesucht. Das ist sehr schwer. Wenn Sie es zu Hause mit einer großen Flasche probieren, das geht noch. Mit so einer ganz kleinen Flasche ist das sehr schwer. Bitte schön. Keine Massage vielleicht doch hinten. Ja, Moment, klar, ich bin doch hier. Ich mache ich, klar, sicher. So. Oder vielleicht lieber von Nadja Tiller? Ja, besser. Ja. Gut, nachher, wenn es geklappt hat. So, auf die Nase, fertig, los. Diesmal gilt es nicht 30 Sekunden, sondern nach K.O.-System. Wer die Flasche zuerst fallen lässt, hat verloren. Auf die Nase, fertig, los. Schnell. Balance. Schön Balance. Helmut, Balance. Balance, Judy. Schön Balance. Balance. Gut. Helmut, Balance. Sag mal, wie lange schaffen die das denn jetzt wirklich? Judy! Kann das jetzt eine Stunde dauern? Oh! Helmut, ich gratuliere! Bravo, Judy! Bravo! Also ich möchte mich wirklich ganz herzlich bedanken. Wir haben für Julie natürlich auch ein Geschenk. Und zwar gibt es doch eine ganz berühmte, reizende Schauspielerin, die sehr viel für die Seelöwen tut. Ja? Wir haben Julie ein kleines Spindfoto herstellen lassen von Brigitte Bardot. Ja? Wenn du das mitnehmen möchtest, Julie. Ja? So, und dann haben wir für unseren Helmut natürlich zum richtigen Balancieren. Wir haben uns gedacht, damit kannst du da mal so richtig schön üben, ja? Ja. Schöne Grüße an die Ehegattin, das war ein großer Sieg. Und Walter Giller will natürlich hier seine Wettidee hier auch beglückwünschen. War toll. Ja, ganz gut. Kann uns denn die Jury noch einen Trick machen? So zum Schluss? So einmal so richtig schön rausrollen? Ja? Okay. Ja, komm, wir wollen uns noch was angucken. Und vielleicht darf ich an dieser Stelle Ihnen sagen, liebe Zuschauer, wenn Sie eine lustige Wettidee haben, dann schicken Sie uns die doch. Sie sehen so eine einfache Idee mit dem Balancieren von einem Zylinder und einem Seelöwen dazu. Macht uns viel Freude in der Sendung, wenn Sie Ideen haben, schicken Sie an ZDF. Schön, schön, schön. So. Applaus. Schön, Applaus. Jetzt schämt sie sich wegen vorher. Schämt sich, ja. Also Julie, kommt gut nach Hause und ich bedanke mich sehr, dass ihr zu uns gekommen seid. Ist das, die Frage habe ich jetzt noch. Ja. Muss ich jetzt sofort wieder ins Wasser oder kann sie auch ein bisschen ohne Wasser sein? Sie kann schon 2 bis 3 Tage ohne Wasser.
Aha. Das ist nicht gut. Ne? Das alles ist wie, klar. Wenn wir 2 bis 3 Tage im Wasser sind. Ja. Also normalerweise lebt sie jeden Tag ein paar Stunden im Wasser. Ja, also sie schwimmt einfach, nimmt ihr Bad und dann kommt sie wieder raus. Und wie viel habt ihr davon zu Hause? Wir haben noch 3, 4, 5, 6. Also es sind Gasserseelöwen. Ja. Gut, mein lieber Gasserseelöwe, schön, dass du da warst und jetzt wieder nach Hause. Auf Wiedersehen. Okay. Gell? Und lieber Helmut Weiß, Sie sind der große Sieger heute. Ich gratuliere nochmals. Das war eine großartige Sache. Vielen Dank. So. Eieiei. Roberto, bravo. Bravo. Roberto, da wärst du gerne Seelöwe, gell? Wie ich dich kenne. So, wie sieht's aus mit dem Punktestand? Der Norbert Schramm ist hier einsam in Führung gegangen mit 171 Punkten und alle seine Fans sind glücklich. Norbert, wie fanden Sie die Geschichte eben? Also ich fand es schon ganz gut, aber die Frauen haben schön, die können ihm so richtig schön auf der Nase rumtanzen. Die Frau Weiß, meinen Sie? Ja, Frau Weiß. Sie sind Vize-Weltmeister. Ja. Ja, das hört sich fast an, als wenn Sie ein Witze-Weltmeister wären hier, Norbert. Welche Wette haben Sie uns denn mitgebracht? Ja, also ich habe gewettet, dass der Herr Gerd Seisenberger barfuß auf dem Eis schneller ist als ein Nationalspieler der deutschen Eishockeymannschaft. Mhm. Bevor wir jetzt zu dieser Wette kommen, Sie haben richtig gehört eben, da will einer barfuß übers Eis schneller rennen als jemand also mit Schlittschuhen. Meter. Ja, über 30 Meter beim Sprint. Wir haben den Norbert zu uns geholt und ich fände, es wäre wirklich eine Sünde, wenn man ihn nicht mal auf dem Eis zeigen würde. Das können wir hier nicht in der Halle. Norbert, wir haben uns ein Filmchen ausgesucht, das haben wir ein bisschen zusammengeschnitten. Und zwar bei der Weltmeisterschaft, da gab es einen Schaulaufen anschließend und da haben sie so unverschämt mit der dänischen Königin geflirtet. Erst hat er sich da mal so über die Balustrade, hat sie so tief angeguckt, ich weiß nicht, was ihr Mann dazu sagte. Dann rast er zum Trainer, fragt ihn, ob er ihr die Blumen bringen soll. Dann hat er ihr die Blumen mitgebracht. Wann habt ihr euch denn verabredet? Ja. Top secret. Gut, Norbert, wir wollen uns den Film mal angucken. Spielt uns den doch mal bitte ein. Norbert Schramm beim Schaulaufen. Vielleicht, Norbert, können Sie dazu was sagen? Ja, also ich habe, mein Tanko fängt an der Stelle da an. Und da saß zufällig die Königin? Da saß auch die Königin und das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen, mich da vor der hinzustellen. Jetzt gibt es die vielen Blumen und jetzt wird geteilt. Und hat sie Dankeschön gesagt. Ja. Hat sich gefreut. Ja, man sagt ja immer, dass die Sportler oftmals Botschafter sind, fast wie die Diplomaten für ein Land. Ich glaube, sie haben für die deutsch-dänischen Beziehungen mit der Geste mehr gemacht als mancher Politiker. Ich fand das eine riesen Idee. Dazu muss man erst mal den Mut haben. Würdest du dich trauen, Roberto? Ja, du auch. Du hättest ja noch ein Küsschen gegeben, was? Bei der Caroline von Monaco, warum nicht? So, jetzt also noch mal zu dieser Wette. Es wettet der Herausforderer, dass er über einen Sprint von 30 Metern über das Eis schneller ist als immerhin ein berühmter, nämlich der Herr Kiesling, ein berühmter Eishockeyspieler in Deutschland, von Landshut ist er, hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Ne? Aber das kann uns gleich einer wesentlich besser sagen, denn wir wollen mal schnell eine Schaltung rausmachen zum Helmut Bendt, zum Sportreporter und Sendeleiter des ZDF. Er ist hier nebenan in der Eissporthalle in Mainz. Und da kann ich natürlich nur sagen, guten Abend, Herr Bendt. Guten Abend, Frank Elzner. Guten Abend in der Halle, in der Rheingoldhalle. Guten Abend, liebe Zuschauer zu Hause. Da wird aber bei euch höchstwahrscheinlich noch Eishockey gespielt oder sowas. Es wird Eishockey trainiert. Das ist die zukünftige Konkurrenz von Udo Kiesling und Norbert Schramm. Können Sie denn so lieb sein und uns die beiden Kontrahenten mal vorstellen? Aber selbstverständlich. Das ist also unser Wettkandidat, der hat sicherlich einen Beifall verdient. Er ist ganz nervös, er ist ganz aufgeregt. Der Gerd Seisenberger. Herr Seisenberger, seien Sie herzlich gegrüßt hier aus der Rheingoldhalle. Alle sind auf Ihrer Seite im Moment. Und hier sitzt der Vize-Weltmeister Norbert Schramm. Er meint, Sie könnten es nicht. Bitte beweisen Sie es ihm mal, ja? Das werden wir gleich machen. Wir sollten dann noch sagen, der hat auch einen Beifall verdient. Udo Kiesling, heute Nachmittag aus dem Trainingslager Füssen, deutsche Nationalmannschaft, zu uns gekommen vor dem morgigen schweren Spiel, Testspiel gegen die UdSSR in Mannheim. Beifall für Udo Kiesling.
Ganz gut. Helmut, wir wollen uns jetzt nicht zu sehr unterhalten, damit wir die Tippabgabe hier nicht beeinflussen. Aber nachher, nach dieser großartigen Wette, werden wir uns noch mal zurückschalten, ja? Ganz klar. So, jetzt, da fällt mir übrigens ein, der Herr Seifenberger, vielleicht können wir das noch mal zeigen, schaltet doch noch mal raus. Hat der Socken an, oder der muss doch jetzt die Füße warm gemacht bekommen, oder, Helmut? Ja, er wird sich jetzt auf den Stuhl bewegen. Ja. Er hat seinen Trainer, seinen Fußpfleger sozusagen mitgebracht. Ja. Das geht doch jetzt ganz schnell. Und warum müssen denn die Füße jetzt warm gemacht werden? Das kann uns der Herr Seisenberger mal selber sagen. Ja, da habe ich am besten Haftfähigkeit und so, und das geht dann hoffentlich recht schnell. Das hoffen wir auch. Der Herr Seisenberger hat das nämlich probiert. Das war ja eine Stammtischwette in Moosburg in Bayern, wo er zu Hause ist. Aber jetzt bloß keine Hinweise geben, damit wir nicht wissen, wie schnell er ist. Überhaupt nicht. Und jetzt macht er sich 10 Minuten lang die Füße warm. So lange, bis sie wieder zurückschalten. Bis dahin. Ah ja, bei mir muss man dafür nicht erst rubbeln. So. Jetzt lassen wir weg. Jetzt, lieber Ted zu Hause, bitte geben Sie doch uns den Tipp, wer gewinnt, der Herr Seisenberger oder der Udo Kiesling? Und Norbert, jetzt möchten alle Verehrerinnen und Verehrer von Ihnen wissen, was machen Sie im Falle, diese Wette verloren geht? Ja, also das hat natürlich auch was mit Eis zu tun, ist auf jeden Fall mal klar. Und ich habe mir gedacht, ich würde dann, wenn ich die Wette verlieren sollte, was ich ja nicht glaube, dass ich dann mit Schlittschuh und eine Bobbahn runterfahre. Was? Die Frau Tiller möchte das auch nochmal hören. Ja, dass ich mit Schlittschuh und eine Bobbahn herunterfahre. Natürlich mit Sturzhelm und Ellbogenschützer, Knieschützer. Ja. Norbert. Also ich muss mal dazu Folgendes sagen, ich bin gerade die Bobbahn in St. Moritz runtergefahren, als Sandwich eingeklemmt. Ich war der zweite von vieren, das hat mir schon gereicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich das zulassen kann, denn das ist lebensgefährlich. Ja? Also das ist eine Geschichte, da möchte ich doch auch das Publikum hier mitentscheiden lassen. Dass der Norbert sicher ein toller Schlittschuhläufer ist, das glaube ich, aber eine Bobbahn auf Schlittschuhen runterzufahren, also was meinen Sie, das kann man doch nicht annehmen, oder? Also jetzt nochmal, soll er, ja oder nein? Nein! Siehst du, alle Leute lieben dich. Ja, Norbert, also das können wir nicht annehmen, das ist zu gefährlich. Da müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Ja. Ja? Jetzt ist er ganz enttäuscht, ist er hier. Und zu Hause sind jetzt höchstwahrscheinlich viele, die sagen, warum lasst ihr den denn nicht? Wenn der das will, dann lasst ihn doch. Also ich lasse ihn nicht. Und ja, okay. Der Trainer würde mir sicher höchstwahrscheinlich auch böse sein. Und glücklicherweise haben wir ein super Publikum hier. Die wollen alle, dass ihre Knochen heil bleiben, denn sie sollen ja noch an vielen Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilnehmen. Okay? Aber, ja. Manchmal. Sag mal, Roberto, warum streckst du eigentlich die ganze Zeit deine Zunge raus? Wenn er beim Eis bleiben will, der soll Eis verkaufen oder Eis verschenken den ganzen Tag. Das finde ich sehr schön. Eisverkäufer. Ja, als Eisverkäufer. Das wäre auch eine gute Sache. Bei irgendeiner nächsten großen Veranstaltung, ich stifte das Eis und Sie verkaufen es. Vielleicht in Dortmund? Ach, das ist doch eine tolle Geschichte. Da muss er lange verkaufen. Oh, ja. Als Eisverkäufer in der Westfalenhalle nächste Woche, wir stiften das Eis, Sie verkloppen es und dann finden wir noch irgendeinen guten Zweck. Ja? In der Pause zwischen Veranstaltungen, also alles klar. Zwischen beiden. Okay, vorher, also der Eisverkäufer. Okay. Jetzt wollen wir mal gucken, wie die Wetten stehen. 65% unserer Zuschauer sind also der Meinung, dass das funktioniert. Und bitte geben Sie uns jetzt auch den Tipp ab. Ist jemand barfuß schneller bei einem 30-Meter-Sprint übers Eis als auf Schlittschuhen? Roberto, du denkst? 30 Meter. Nein. Du sagst nein. Nadja Tiller sagt jein. Ich sag jetzt mal ja. Ja. Nicht beide drücken, Nadja. Ich habe nicht beide gedrückt. Und? Wie sieht das aus? Schon. Ihr habt alle gedrückt. Ja, dann kann ich nur sagen, wir schalten jetzt wieder rum in die Eissporthalle. Lieber Helmut Bendt, Sie werden uns jetzt sagen, top, die Wette gilt, und uns das Ganze fachmännisch kommentieren, bitte. Zunächst zu den äußeren Bedingungen ganz schnell. Die sind hervorragend. Eistemperatur minus 5 Grad, in der Halle plus 7 Grad. Ich habe mich vom ordnungsgemäßen Zustand der Eisbeine des Kandidaten Gerd Seisenberger überzeugt. Alles in Ordnung. Die Startvorbereitungen sind jetzt bitte zu beenden. Udo Kiesling, das gilt auch für Sie. Als Starter begrüßen wir keinen geringeren als den international bekannten und tätigen Eishockey-Schiedsrichter
den Herrn Gürtner. Am Start alles klar? Füße in Ordnung? Auf die Plätze, glaube ich, heißt das Kommando. Bei uns heißt es Stopp, die Wette gilt. Bitte, Herr Gürtner. Auf die Plätze. Fertig. Da haben wir den ersten Fehlstart. Bitte wieder gleich neu starten. Bitte durchladen, durchladen und neu starten. Helmut, ich denke, beim Fehlstart muss einer ausscheiden. Wir können ja einen ausscheiden. Soll ich dann vielleicht mitlaufen? Nee, nee. Als Reservekandidat. Herr Gürtner, sind Sie wieder bereit? Fertig. Allzu sehr dürfen wir uns nicht verstarten. So viel dürfen wir auch heute nicht überziehen. Höchstens einen halben Elstner oder ein Viertel Kuhlenkampf. Also, sind Sie bereit? Das Kommando gilt. Top! Die Wette gilt. Auf die Plätze. Fertig. Noch liegt der Kandidat in Führung und... Wir haben versucht, eine Zeitlupe mitlaufen zu lassen. Die können wir jetzt mal zeigen. Es war ganz eindeutig, dass der Kandidat, der Herausforderer, gewonnen hat. Wollen wir mal die Zeitlupe einblenden? Oder Sascha, sag mir Bescheid, falls ihr sie nicht habt. Denn das ist so schön gewesen, dieses Bild. Also, Herr Seisenberger, herzlichen Glückwunsch. Es hat geklappt, Sie sind der Sieger, Sie haben Ihre Wette gewonnen. Jetzt möchte ich bloß mal den Herrn Kiesling fragen. Herr Kiesling, haben Sie sich denn ausgerechnet, dass Sie tatsächlich verlieren? Ja, ich habe eigentlich gar nicht darüber nachgedacht, sondern aus Spaß und Juxtalerei habe ich mitgemacht. Und sind Sie auch schon mal barfuß übers Eis? Nein, so weit bin ich noch nicht gekommen. Herr Seisenberger, was machen im Moment eigentlich Ihre Füße? Ja, es ist nicht das Wärme, kann man sagen. Man kann jetzt nicht sagen, dass die Socken qualmen, nein. Also... Das war eine hübsche Geschichte. Und Norbert, haben Sie an die Eisläufer da jetzt eine Frage, an den Mensch, der barfuß übers Eis ist? Haben Sie es schon mal probiert? Also ich bin auch schon mal barfuß übers Eis gegangen, aber habe ziemlich kalte Füße dabei bekommen. Und nicht so schnell, nehme ich an. Nee, ich bin da gemütlich drüber. Herr Seisenberger, darf ich Sie und den Herrn Kiesling und den Herrn Bent herzlich einladen, zu uns zu kommen? Sie müssen sich nämlich bei uns was abholen. Wir haben Ihnen einen Muff besorgt für die Füße. Die können Sie da reinstopfen, ne? Und der wird sogar elektrisch beheizt. So können Sie also in Zukunft sich das Anwärmen von Ihrem Trainer ersparen und werden dann also elektrisch beheizt in die nächsten Rennen geschickt. Herzlichen Dank an euch und kommt doch zu uns noch in die Halle, damit wir uns im Finale noch sehen. Vielen Dank, wir sind schon unterwegs. Danke. Alles klar. So, Norbert. Ich meine, es ist ja so, wenn ich jetzt sage, Sie haben 206 Punkte, dann haben Sie nicht Glück gehabt, Norbert, sondern Sie liegen klar in Führung, nicht? Ich meine, wenn man Vize-Weltmeister wird, dann wird man halt mit Punkten auch fertig und mit Schiedsrichtern. Die sind hier allerdings von uns vergeben und von Ihnen verdient. Und jetzt möchte ich noch mal kurz unser Programm der Wetten unterbrechen. Dazu muss ich allerdings aufstehen, sonst bin ich unhöflich. Und möchte jetzt gerne eine Künstlerin begrüßen, die heute Abend zu uns gekommen ist, die Sie alle kennen und die als Ausländerin in diesem Jahr den Deutschen Schallplattenpreis bekommen wird, und zwar für eine deutsch gesungene Langspielplatte, für ein Album. Und das ist ja eigentlich selten, aber sie hat so viele Freunde in Deutschland, sie singt fast alle ihre großen Hits auch in deutscher Sprache. Sie spricht in der Zwischenzeit auch ein wenig Deutsch, perfekt Französisch und natürlich auch perfekt Griechisch. Sie ist eine der schönsten Stimmen in der Schlagerwelt auf der Welt. Heute Abend in Wetten, dass herzlich willkommen Nana Mouskouri. So, mein lieber Herr Hagen, Sie sind bisher ein bisschen zu kurz gekommen in meiner Sendung, habe ich so das Gefühl. Nicht so schlimm. Aber dafür haben Sie sich an uns mal ein bisschen gewöhnen können, nicht? Ja. Sie haben uns ja da eine Wette aufgegeben. Ich sage Ihnen, das halbe ZDF ist am Frankfurter Flughafen. Also, wo finde ich jetzt Ihren Zettel? Oder formulieren Sie es nochmal? Ja, hier steht also, wetten, dass Sie es nicht schaffen. Das ist jetzt die berühmte Wette mit der doppelten Negation, über die wir so oft diskutiert haben. Die Passagiere einer Boeing 727, die in Frankfurt landet, mit Gepäck auf die Bühne zu bringen.
Heißt, Sie haben jetzt geschrieben, die Passagiere, jetzt kann ich ja nochmal handeln. Müssen das alle sein? Alle. Alle? Alle. Sie sind hart. Ja. Alle? Alle. Aha. Außer die Besatzung, die lasse ich also noch gelten, dass man die weglässt. Ah ja. Und wenn die Besatzung kommt, darf ein Passagier fehlen? Nein. Müssen alle kommen? Alle Passagiere. Alle. Herr Harden, Sie sind hart. Ja. Hart. Ein harter Geschäftsmann. Richtig. Sie können mir nicht so einen Bonus geben. Einer darf fehlen. Also gut, einer. Einer. Nein, bleiben Sie hart. Bleiben Sie hart, sonst sagt das Publikum wieder, ich rede Ihnen was ein. Also, er bleibt hart. Wetten, dass Sie es nicht schaffen, die Passagiere einer Boeing 727, die in Frankfurt landet, mit Gepäck auf die Bühne zu bringen. Ich bin gespannt. Lieber Ted, schaffen wir es nicht. Bitte geben Sie uns schnell Ihren Tipp. Herr Hagen, was machen Sie denn, wenn Sie verlieren? Haben Sie sich das mal überlegt? Ja. Dann putzen Sie die Boeing. Innen. Innen? Innen. Oh, das macht das. Ich hätte sie lieber außen geputzt, sage ich Ihnen. Wer weiß, ob die einen stürmischen Flug vorher hatten. Was meinen Sie, was Sie mit den Tüten da alles anstellen müssen? Gut, also innen oder außen? Innen. Innen. Ich putze innen. Sie putzen innen eine Boeing, wenn Sie verlieren. Gut, jetzt warte ich nur noch darauf, dass Ted das Ergebnis uns durchgibt, damit wir vor der Schlusswette die Quote haben. Norbert, Sie führen, Sie haben das rote Lämpchen. Ja? Seien Sie jetzt vorsichtig bei Ihrem letzten Tipp. Nicht? Jetzt kommt die Quote. Oh, der Ted ist diesmal nicht so sehr von uns überzeugt. 55% der Fernsehzuschauer glauben doch tatsächlich, dass wir ein ganzes Flugzeug hierher die Passagiere und die Besatzungsmitglieder mit Gepäck kriegen. Naja, gut, bitte gebt mir jetzt auch euren Tipp. Roberto. Ja. Ja. Nadja, ja. Also ich sag nein. Norbert sagt nein. Er bezweifelt das. Und? Walter, warum so pessimistisch? Naja, nun. Ich weiß nicht, wenn da ist dann vielleicht ein teurer Kollege an Bord und sagt, nee und so. Das kann doch sehr schwierig werden. Und Herr Hagen, Sie haben jetzt, ja, Sie müssen Nein tippen, denn Sie sagen ja, es klappt nicht. Ja, dann nehme ich jetzt mein Handmikrofon. Ich bin so gespannt. Ach, wie schön war doch die Wette in Augsburg. Naja, dann kann ich nur noch sagen, top, die Wette gilt. Aha. Guten Abend. Guten Abend. Das ist mir klar. Sie sind der Pilot. Ja, danke. Und Sie? Ingenieur. Ingenieur. Und von was für einer Maschine kommt ihr? Wir kommen jetzt direkt von Frankfurt hierher geflogen. Draußen gelandet vor der Halle. Nein, welchen Flug hatten Sie denn heute Abend? Wir haben heute Abend da von Frankfurt aus einen Geschäftsflug gemacht. Ja. Und sind mit der 727 jetzt in Frankfurt gelandet? Und jetzt ganz gleich schnell hierher. Und die Passagiere wollten nicht mit? Nein, leider nicht. Überhaupt keiner wollte mit? Nee, die wollten nicht mehr. Haben Sie denn eine Durchsage gemacht? Haben Sie gesagt, Leute, alle am Gepäcknetz, sieben? Aber ging nicht. Nein, nicht zu machen. Herr Hagen, Sie haben gewonnen. Kommen Sie mit mir, meine Herren. Ich gratuliere Ihnen. Herr Hagen, Vorsicht mit dem Mikrofon, bitte. Meine Herren Piloten und Flugingenieur, darf ich Sie mit Herrn Hagen bekannt machen? Der Herr Hagen hat sich diese Wette ausgedacht und ich bin sehr froh dafür. Wir wollen uns mal umdrehen, damit wir auch den Herrn Kapitän hier sehen, nicht? Dass wir meine Wette zum Schluss verloren haben. In letzter Zeit haben wir viele gewonnen. Er hat sich sowas Schweres ausgedacht. Aber dass Sie wenigstens als Kapitän der Maschine gekommen sind und Sie der Flugingenieur, das finde ich eine ganz starke Nummer. Das ist Spaß, oder? Das finde ich ganz reich. Ja. Darf ich Sie noch mal um Ihren Namen bitten? Meier. Herr Meier und? Auch Meier. Aber nicht verwandt, nicht verschwägert, nur gar nichts. Namensgleichheit. Gut. Also die beiden Meiers von der Boeing 727, herzlichen Dank, dass Sie den Spaß mitgemacht haben. Wann immer ich jetzt irgendwann mal in Deutschland fliege und man mir sagen wird, der Kapitän, Herr Meier, begrüßt seine Fluggäste, dann gebe ich einen aus. Prima, klasse. Dürfen Sie das denn während des Dienstes auch annehmen? Nein. Ihr dürft überhaupt keinen Alkohol trinken. Nee. Ich würde Folgendes sagen, wir feiern jetzt alle ein bisschen. Ah, da kommt auch noch der Co-Pilot. Sind Sie auch Herr Meier? Ja. Na, komm, das wollt ihr mir doch nicht erzählen. Heißen Sie auch Meier? Ja, ich heiße Meier. Das Foto müssen wir zeigen. Meine Damen und Herren, Herr Hagen, kommen Sie her, das sind Ihre Meiers. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Eine ganze Flugzeugbesatzung hier heißt Meier. Herr Hagen und die drei Meiers. Und ihr seid nicht verwandt und gar nichts? Doch, das ist mein Sohn. Ach, das ist der Sohn. Aha, jetzt gibt's das also bei der Lufthansa auch schon. So,
Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Also ich finde es reizend von Ihnen, liebe Meyers, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir haben die Wette verloren. Wir sind gute Verlierer, hoffe ich. Sie haben einen Flug in Deutschland nach Wahl hin und zurück frei. Fliegen Sie, wohin Sie wollen und am besten mit den Meyers. Genau, ja? Genau. Und jetzt zu unserem Wettkönig. Da gibt es nur eine Antwort. Norbert Schramm ist Wettkönig geworden. Norbert, herzlichen Glückwunsch. Aber, Norbert, Ihnen ist ja klar, Ihnen ist ja klar, dass Sie an ihn den Preis weitergeben. Was machen die Füße in der Zwischenzeit? Es geht einigermaßen, ja. Aber das ist doch schon eine ziemlich kalte Geschichte, gell? Ja, oft kann man es nicht machen, aber sonst kann man sich gleich ins Krankenhaus neilingen oder so. Ja. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, überhaupt barfuß zu laufen? Ja, das war mal so ein erstaunliches Wetter. Da sind wir dann ins Moosburger Eisstadion rausgegangen, ja, und haben das ausprobiert und das ist recht gut gelaufen. Also ich fand das wirklich sehr originell und habe mich auch gefreut, dass Sie gewonnen haben. Ist der Herr Kiesling mitgekommen? Ja, da ist er auch. Kommen Sie doch zu uns, Udo. Ich meine, Sie müssen jetzt noch so viele Pucks in das Goal da schießen für die Nationalmannschaft und für Ihren neuen Verein. Schön, dass Sie mitgespielt haben. Hallo und guten Abend. Ich darf mich bei all meinen Gästen herzlich bedanken. Vielleicht lassen wir die Nadja mal vor, nicht wahr? Und lieber Helmut Bendt, danke für die tolle Sportreportage. Gerne gemacht, gerne. Meine Damen und Herren, das ist der Sendeleiter des ZDF. Und ich darf jetzt schon sagen, ich bin zu spät. Er ist schuld, seine Reportage war zu lang. Nächstes Mal muss das ein bisschen schneller gehen. Ja? hoffentlich hat es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Unsere nächste Sendung ist am 15. Mai in Siegen. Ich bedanke mich bei allen meinen Gästen, wünsche vor allen Dingen den Sportlern alles Gute bei den Weltmeisterschaften, den Eishockeyspielern. Ich wünsche natürlich, dass wir im Volleyball noch erstklassiger werden. Burkhard, das war ein unvergessliches Erlebnis. Herr Weiß, Sie waren ein reizender Jongleur. Leider konnte ich Julie jetzt nicht mehr bringen. Julie ist höchstwahrscheinlich schon in die Badewanne gegangen. Bei Nadja Tiller und Walter Giller möchte ich mich bedanken, bei unserem Roberto. Und liebe gnädige Frau, Sie haben das so reizend gemacht. Sie kriegen den Schlussapplaus. Und wo ist mein Wettkönig? Unser Wettkönig, wissen Sie überhaupt, dass Sie viel Geld gewonnen haben? Sie haben mir die Punkte weggedrückt, aber ich glaube so an die 3000 Mark. Wie viel? 6000. Ist ja unwahrscheinlich. Also Sie haben viel Geld gewonnen. Und schickt uns Wetten und einen schönen Abend und ein schönes Sportstudio und ein wunderschönes Wochenende auf. Wiedersehen. So, tschüss und vielen Dank, dass da unten sind, dass Sie da waren. Vielen Dank. Wir lassen uns finden. Mädchen, so. Letzten Kultur. Vielen Dank. Dankeschön. Wir treffen uns jetzt alle noch. War ganz toll.